Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen es helle. Hamburg, Hamburg, Hamburg und Hattingen sowie im Geiste auch Buxtehude und Sülz rufen Müngersdorf. Es ist die 250. Folge von Trotzdem hier. Die Party ist angeregt und wird durch den 1. FC Köln sogar noch mehr verstärkt, denn der hat uns am Wochenende das schönste Geschenk gemacht. Zwar, wie der 1. FC Köln nun mal so ist, hat er dafür 90 Minuten Anlaufzeit gebraucht und uns erstmal in dem Glauben gelassen, dass alle Hoffnung schon verloren sei, ehe dann doch noch die Stripperin aus der Torte gesprungen kam. So ist er, der FC. Hallo Marco. Hallihallo. Wir spoilern mal, du hast das Spiel nicht gesehen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, nein. Tja, lebe es hart, wenn man Familie hat. Aber und du hast es dir im Real Life echt nochmal gegeben, die ganzen ja, 90, rutzigen 90 Minuten für 2 Minuten Orgasmus. Ja, es hatte Längen, sag ich mal so. Ja, wir können gleich, wenn wir in der Aufnahme richtig so drin sind, nochmal diskutieren, ob es das wert war oder nicht. Aber wir holen erstmal die anderen beiden dazu. Denn damals sogar live am Start am Samstag und damit alles live mitbekommen, war die Saskia. Hallo Saskia. Moin und guten Tag. Und ja, auch nochmal von mir alles, alles Liebe zu 250 Folgen trotzdem hier. Und womit kann man das schöner feiern als mit einem solchen Sieg? Genau. Und ebenfalls in der Otze am Start gewesen und diese zum Beben gebracht, hat der Raik. Hallo Raik. Das hat er wohl und ich musste mich ein bisschen zurückhalten, als Marco gerade sich 90 Minuten für 2 Minuten Orgasmus angetan hat. Ich hoffe, es war trotzdem schön. Ja, Jotze hat auch sehr viel gebracht, was das angeht, in dem Sinne, ja. Man muss ja auch nicht immer nach 3 Minuten fertig sein, ne? Ja, deswegen. Ja. Ich hab mich gefreut für Marco, ja, definitiv. Also das Einzige, worauf ich mich schon gefreut habe, ist nach dem 0-1, dass ich ja wusste, wie es ausgeht. Also das ist, also so Real Life, so ein Ding nochmal zu gucken, macht wirklich nur begrenzt Spaß, weil ich mich über irgendwelche Fehlpässe anders aufgeregt hätte im Real Life sonst nochmal als mit dem Wissen, dass es ja, wie es ausgeht. Also, ja. Wollte ich gerade sagen, es ist trotzdem schön, wenn man weiß, dass es gut ausgeht. Ne? Falls ihr bei Raik so ein paar Audioprobleme hört, liebe Zuhörer, es tut uns sehr, sehr leid. Wir haben es nicht anders hingekriegt. Wir haben jetzt eine Stunde später, als wir geplant haben, loszulegen, sogar ja fast schon eine Stunde, 15. Ja, sorry. Ist zwar die 250. Folge und wir hätten euch gerne die bestmöglichste Audioqualität geboten. Aber leider kriegen wir es nicht anders hin. Deswegen müsst ihr jetzt bitte auch mit diesen kleinen Aussetzern hier leben. Es geht ja um den Inhalt, nicht um die Qualität. Ja, bevor ich das vergesse, erstmal noch einen lieben Gruß an die beiden, die heute nicht zur Party da sein können. Einerseits der Daniel, andererseits der Erik. Besonders an den Erik ganz, ganz liebe Grüße aus Gründen von uns allen Vieren hier. Und ja, Hand aufs Herz. Auf jeden Fall. Ein paar Ansagen müssen wir noch machen, auch wenn es heute die 250. Geburtstagsfolge ist und ihr direkt ins Feiern einsteigen wollt, liebe Leute. Ein paar Sachen müssen wir noch erwähnen. Erstens, wenn ihr auch die nächsten 250 Folgen möglich machen wollt, dann müsst ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Das heißt, ihr geht auf www.trotzdemhier.de, klickt auf Spenden und ja, dann dort auf die entsprechende Mitgliedschaft, die euch am meisten zusagt. Jo. Übrigens wurde die Übertragung auf Twitch schon wieder beendet. Aber egal, es ist jetzt, wie es ist, es bleibt jetzt so. So, das war die eine Ansage. Die andere Ansage, falls jemand irgendwoher noch Karten für Darmstadt hat, 2 Stück, schreibt eurem Podcast-Host des Vertrauens mir gerne eine Nachricht, info@trotzdemhier.de. Mein Vater und ein Freund von ihm suchen ganz, ganz dringend 2 Karten. Jo. Gut, jetzt können wir, glaube ich, schon direkt in die Aufnahme einsteigen. Joa. Wir fangen, würde ich mal vorschlagen, wir zögern es auch ein bisschen raus, wie der FC selber. Wir
gehen also noch nicht in die Nachspielzeit, sondern wir tun uns die 90 Minuten vorher jetzt auch nochmal im Real Life mit euch zusammen an. Och, und bitte sprechen. Nicht. Doch, müssen wir leider, und sprechen auch über die ersten mindestens mal 45 Minuten. Ich habe im Nachgang gelesen, der FC sei in der ersten Halbzeit der bessere Verein, die bessere Mannschaft gewesen. Würdet ihr es unterschreiben? Ja, also tatsächlich, ich möchte da direkt reingrätschen. Ich hatte tatsächlich auch im Chat geschrieben. Also ich fand gerade so die erste Halbzeit beziehungsweise so die ersten 30 Minuten war der FC für mich tatsächlich wirklich dominant. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, es ist Abstiegskampf, es sind viele Fehler dabei. Aber wir haben halt gefühlt 30 Minuten auf ein Tor gespielt, also komplett. Und wir haben es einfach nicht geschafft, im 16er dann auch so souverän zu sein, um mal zu sagen, da geht auch mal einer rein. Aber es war für mich tatsächlich so nach 30 Minuten dieses Gefühl, wo dann irgendwie auch Bochum mal so ein, zwei Konter hatte, wo ich gedacht habe, okay, wenn du sie vorne nicht machst, dann ist es vorbei. Also das war für mich so ein klassisches Spiel. Das könnte noch nach hinten losgehen, also gerade so zu Beginn und wie gesagt, dem Aufbäumen vom FC, wo ich wirklich ein Gefühl hatte, die wollen, aber sie können nicht. Und das hat mich wahnsinnig. Also in der kompletten ersten Halbzeit. Ja, sie wollen, sie können es nicht und Bochum konnte es gar nicht, hatte ich das Gefühl. Es war wirklich Not gegen Elend zum Teil in der ersten Halbzeit. Und es war auch frustrierend zu sehen, wie oft wir gute Ansätze hatten. Aber wie du schon gesagt hast, Kante zum 16. war Schluss. Da ist halt wirklich nichts passiert. Du bist keinen Meter irgendwie mal gefährlich reingekommen. Die gefährlichste Situation war dann tatsächlich ganz kurz vor der Halbzeit dieser Schuss von Mattel, der nochmal abgefälscht wurde. Aber ansonsten, war das offensiv relativ wenig. Da war nochmal es war schon wieder ein Flankengewitter die ganze Zeit, ne? Ich meine, nachher am Ende des Spiels waren es 33 Flanken und irgendwie keins hat allein 18 davon geschlagen. Und ich meine, irgendwie gehört zu haben, dass 5 von diesen Flanken angekommen sind. 2 zum Glück ja nachher am Ende des Tages sehr, sehr erfolgreich. Aber heieieiei, also gut war das tatsächlich nicht. Das war schon wirklich irgendwie schwierig anzuschauen. Sehr, sehr schwierig anzuschauen. Aber ja, es war schon so, dass die Spielanteile mehr bei uns lagen. Gerade in der ersten Halbzeit. Ja, wollte ich gerade sagen, besser, aber so wie wenn 2 Erstklässler im Buchstabierungswettbewerb teilnehmen. Dann ist der eine halt ein bisschen besser als der andere, aber die können trotzdem Desoxyribonukleinsäure nicht buchstabieren. Oder so. Damit hätte ich jetzt auch Probleme. Ich habe auch gerade gedacht, dann hätte ich mir nicht so schwer werden. Ja, ja. Deswegen schreiben wir alle DNS. Ist einfach. Ja, genau. Der Lehrer belehrt uns. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich das Spiel ja nochmal im Real Life mir angeguckt habe, kann ich euch dann nur zustimmen. Was ist mir von der ersten Halbzeit noch im Kopf geblieben? Die Martel-Chance, ja. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, was da wirklich an prägnanten Offensivdingern dabei war. Da war viel brotlose Kunst wieder mal dabei. Da waren auch wieder Flanken aus der Hölle dabei. Es war eine einzige Flanke, die Adam ja noch drauf geköpft hat. Ne? Die war halbwegs ja, im aber alles komplett auf Mann. Ne? Ja. Und ja. Also ich fand auch, das war wieder ein gutes Spiel von Sagis Adamyan. Der hat das irgendwie drin, dieses ich kämpfe um jeden Ball, um jeden Zentimeter, und das freut mich halt, weil wo ich denke so, wow, das hatten wir eine ganze Zeit lang, haben wir das von gar keinem bei uns im Kader gesehen, und deswegen, ja, ich bin frohen Mutes, dass mit Adamyan ist gerade so ein bisschen nach vorne geht. Okay, aber mit Ausnahme von Thielmann, ne? Also ich meine, der Kampf war okay, aber das war doch kein gutes Spiel von Adamyan. Also auf welchem Niveau reden wir jetzt hier? Der hat doch offensiv überhaupt gar keinen Akzent gesetzt. Ich finde, er macht schon mehr als viele andere. Und ich glaube, das ist genau das. Adamyan sticht halt dann heraus, eben mit diesem Kampf. Weil, sind wir mal ehrlich, eine wirklich gute Mannschaft, also vom Spiel her und technisch haben wir nicht aktuell. Das ist einfach Fakt. So. Ja. Und wenn dann jemand wie Adamyan heraussticht, der zwar seine Fehler hat, aber eben genau über diesen Kampf und Willen kommt
Und dann klappt halt nicht immer alles. Aber ich glaube, mehr können wir auch aktuell nicht erwarten. Also ich fand es kein gutes Spiel von ihm. Und ich habe gerade Jan-Uwe gehört, der war auch nicht gut. Nee, da ging es mir eher bei der Erwähnung von Jan-Uwe ging es mir eher darum, dass Adamian jetzt nicht der Einzige war, der in den letzten Spielen dadurch geglänzt hat, dass er gekämpft hat und dass er gelaufen ist. Weil das kannst du zum Beispiel einem Jan-Uwe ja eigentlich nie abnehmen, dass er sich da nicht reinhaut, auch wenn die Position vielleicht manchmal irgendwie nicht so richtig passt. Aber boah, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, jetzt Adamian irgendwie hervorzuheben. Ja, er hat diese eine Kopfballchance gehabt und ich kann mich auch noch an ein oder zwei Grätschen erinnern, gerade im Anlaufen. Aber wir haben jetzt in der ersten Halbzeit offensiv wirklich nicht geglänzt. Und Spoiler, auch in der zweiten Halbzeit eigentlich tatsächlich nicht. Da fand ich erst nachher irgendwann Alidou ein bisschen offensive Power reingebracht. Aber also ich habe jetzt auch Adamian nicht signifikant stärker gesehen als alle anderen da vorne drin. Wobei er natürlich mehr Ballaktionen gehabt hat als zum Beispiel Davy Selke. Ja. Ich habe gerade mal auf die Who-Scored-Noten geguckt. Who-Scored-Noten sind ja keine, wo irgendein angetrunkener Kicker-Redakteur sich irgendwie denkt, oh, 3,5 oder so, ne? Das sind ja so datenbasierte Noten, also gespielte Pässe, Zweikämpfe gewonnen, bla, blub und bla. Da hat er eine 6,6 von 10. Das ist, unter. Leicht über Durchschnitt, oder? Ja, also meiner hat eine 6,2, Selke hat eine 6,2, Keins hat eine 7,6, wo wahrscheinlich auch die Ecke zum 1:1 mit reinfließen dürfte und ihn so ein bisschen nach oben pusht. Ist jetzt aber auch nichts Berauschendes. Also, aber ja. Können wir, wenn wir irgendwie gerade auch erste Halbzeit, nicht große Aktion, können wir einmal kurz über die 10. Minute reden, über diese Szene, wo Riemann aus dem Tor kommt und Adamian umwams? Ja. Also tatsächlich, weil ich hab diese Situation, also im Schnelldurchlauf, also wirklich in der Situation selber, habe ich gedacht, okay, Elfer, weil der geht halt komplett dagegen. Dann habe ich es mir in der ersten Zeitlupe angeguckt und dachte, vielleicht doch nicht. Und dann habe ich es mir, glaube ich, in zwei verschiedenen Einstellungen, die dann gezeigt wurden, nochmal angeguckt. Und ich dachte so, ja, die kannst du halt auch geben. Also, weil das Geile ist, dass er irgendwie gesagt wird, er berührt den Ball. Und ich sehe in keiner Einstellung, dass er den Ball berührt. Weil, so wie ich es gesehen habe, war ein Spieler von Bochum am Ball, der ihn wegköpft, aber er war selber nicht mit der Faust am Ball. Er geht nur auf den Mann. Aber korrigiert mich gerne, also. Ja, ich habe halt immer noch diesen Vergleich zu der Aktion von dem Bremer Torwart gegen Kilian im Hinterkopf. Und das war im Vergleich dazu 1000% mehr ein Elfmeter. Dass wir den nicht bekommen haben, ist natürlich auch eine Frechheit. Es war wahrscheinlich genau das Problem, dass da noch ein Bochumer Spieler dazwischen war. Wenn der nicht dazwischen gestanden hätte und Adamian wäre zum Kopfball gekommen und Riemann hätte ihn so umgenietet, wie er ihn da umgenietet hat, bevor er an den Ball gekommen ist. Ich glaube, das war so eine Konzessionsentscheidung, dass man gesagt hat, nee, da ist halt ein Gemenge zwischen drei Spielern und er geht da drauf, aber nicht mit dem klaren Ziel, Adamian umzunieten, sondern einfach, weil der Ball da genau reinfliegt. Also kann man Elfmeter geben? Ich hätte ihn ehrlicherweise auch nicht gegeben. Also ich hätte ihn gegeben, ganz klar. Ernsthaft? Ja. Wenn dich auf offener Straße jemand so angeht, ist das eine Straftat und der Körperverletzungsversuch. Was ist denn das für eine Argumentation, wenn das auf offener Straße passiert? Da rennst du normalerweise auch nicht mit Handschuhen an, jemand auf dem Bordstein über den Haufen. Also, na gut, okay. Ja. Nein, aber also wir haben unser komplettes Glück gegen Gladbach im Hinspiel aufgebraucht mit den 2 Elfmetern und der Wiederholung des einen. Wir kriegen jetzt einfach keine Elfmeter mehr. Ist egal was. Genau. Wir können auch mit vorangestreckten Beinen voran gegen den Kehlkopf von unserem Spieler da rauskommen. Wäre egal. Wir würden keinen mehr kriegen. Wir müssen es halt so richten. Wir müssen halt unsere Top-Stürmer Tigges und Waldschmidt es richten lassen, weil wir kriegen keine Elfmeter mehr. Ist einfach so. Ja, nach der Aktion gegen Kilian gegen Bremen, ja, sehe ich das genauso. Aber ja, das ist 1000% mehr ein Elfmeter gewesen als jetzt das Ding von Riemann, weil der Ball war ja eigentlich schon weg und er kippt nur im Nachhinein drüber und boah, ja. Aber kann man auch mit einer gewissen Brille sehen als Elfmeter und wenn wir das andere Ding als Elfer bekommen hätten, hätte ich gesagt, so ja, kann man auch drüber nachdenken, aber jetzt so im Vergleich war das schon noch mal ein anderer Schnack. Übrigens aber ich habe natürlich auch Elfer geschrien. Nochmal kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das für euch so klingt, als würde der Reik seine Sprache irgendwie verschleppen und er wäre so ein bisschen angeschäkert,
mag er sein, aber es ist sein Skype. Also, dass er so ein bisschen verzögert klingt, liegt an Skype. War noch so schlimm, ja? Ja, leider. Aber, okay. Ja, wie gesagt, da müssen unsere Hörer jetzt durch. Ich glaube, sie lieben uns trotzdem. So wie wir den 1. FC Köln auch dann noch lieben, wenn er abgestiegen wäre am Samstag. Zumindest gefühlt. Ich mach mal einen Monolog kurz. Ja, das wäre gut. Ist immer gut, pauschal. Ja, gut. Wir hatten noch den Martelschuss, ne, in der ersten Halbzeit, aber finde ich jetzt nicht weiter erwähnenswert, ehrlich gesagt, um darüber zu reden. Eigentlich können wir direkt in die 53. springen, oder? Wollt ihr vorher noch irgendwas anderes angesprochen haben? Ist halt wieder so ein Ding, so ein FC-Ding halt, ne? So, auf links. Ja, siehst du halt, dass Jan Uwe kein Rechtsverteidiger ist, also unser Rechts, Bochums links, dass Jan Uwe kein Rechtsverteidiger ist. Der Ball soll ja auch nicht zum Passler kommen. Der Ball soll ja zu dem Typen da in der Mitte kommen, der da nicht dran gekommen ist. Dann kommt der halt irgendwie mit viel Glück zu Passler, auch weil wir halt ums Verrecken unseren scheiß Rückraum nicht dicht kriegen. Auch bei dieser einen Ecke da schon nicht, wo Bochum auch eine Chance hatten. Dann schafft es ja der Finkgräfe sogar noch, sich irgendwie da in den Weg und den Schuss reinzustellen. Aber fälscht den Ball halt wieder so unglücklich ab, dass er dann für Schwäbe auch unhaltbar wird. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Ansammlung von Pech ist inzwischen, dass wir immer solche Murmeltore da kriegen oder vielleicht doch insgesamt auch fehlende Qualität oder fehlende Erfahrung im Falle von Finkgräfe. Ich würde da gar nicht Finkgräfe die Alleinschuld geben. Also ich meine, das ist ja, Paslak hat ja als Außenverteidiger gespielt. Rein theoretisch ist da auch keins mit in der Verlosung, ne? Ja, ich glaube, es war sogar schon Finkgräfes Mann. Aber ich habe ja gesagt, der erste Fehler war schon bei Jan Uwe. Respektive davor wird auch schon ein Fehler gewesen sein wahrscheinlich. Ich habe jetzt die Szene nicht komplett vor Augen, was wie der Ball überhaupt da hingekommen ist, zu dem Spieler von außen, der den reingibt. Ich glaube, Stöger war das. Und wie gesagt, Boschinski, die Sechser. Glaub ich. Ja, ich weiß es nicht. Und ja, Boschinski hat die Flanke geschlagen, ja. Mhm. Mhm. Ja, und die Sechser waren ja auch nicht in der Nähe da von dem Rückraum. Es ist wieder so ein Kollektivding. Und dann kommt halt Unglück zu Unglück. Ich würde auch fast wetten, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, dass das Pastlaks erstes Saisontor war. Ich weiß war es auch. Ja, geil. Auch. Es war so klar. Natürlich. Es war so scheiße klar. Haben sie direkt danach eingeblendet. Erstes Tor von Pastlak in der Saison. Ja. Und es war halt genau das. Bochum hat das gemacht, was wir bei diesen Flanken nicht machen. Nämlich mit 3-4 Leuten von hinten nachzurücken und in den Rückraum reinzurücken. Ja, den Rückraum besetzen. Mhm. Vor allem ist der ein Außenverteidiger gewesen, der da reingerückt ist. Ja, Paslak ist der Rechtsverteidiger. Der ist da halt eingerückt, der ist mit nach vorne gesprintet. Ja, genau. Ja, völlig richtig, dass es bei uns manchmal zu oft fehlt. Kleiner Funfact, ich habe gerade nachgeschaut. Wisst ihr, wie viele Champions League-Spiele Felix Paslak auf dem Buckel hat? Wahrscheinlich 16 oder so. Ja, weniger, ein bisschen. 4 hätte ich jetzt gesagt. Die Wahrheit liegt genau in der Mitte, 10. Ja, es ist schon krass für so einen Spieler, der bei Bochum irgendwo rumkickt, ne? Naja, aber der hat, also ich meine. War ja auch mal Kandidat beim FC. Ja. Also, aber der hat ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre bei Dortmund gespielt und wenn du dann halt, da hast du ja schon mal 6 Spiele in der Vorrunde und wenn du dann da irgendwie eingewechselt wirst, und der war ja teilweise so zweiter Mann bei denen auf offensiv und defensiv auf der Seite. Da kommst du schon auf deine Spiele. Ich hätte jetzt auch gesagt, der hat so 3 Jahre Champions League gespielt. Da kannst du auf diese Anzahl kommen, ja. Ja, 34 Spiele für Dortmund gemacht, plus 10 Champions League Spiele. Ist in der Relation dann schon, ja. Also prozentual gesehen, mehr Champions League als Bundesliga gespielt in den 3 Jahren. Naja, jetzt ist halt in Bochum. Viel Erfolg. Ich wünsche ihm alles Gute, aber erst wieder ab nächster Saison. Jo, also wie gesagt, typisches Murmeltor gegen den FC, wie wir schon 1000 Mal gesehen haben diese Saison. Langsam geht es mir auf den Sack, ehrlich gesagt, dass wir es nicht mal schaffen, irgendwie selbst gegen so einen mausetoten Gegner wie Bochum mal zu null zu spielen. Aber ich glaube, das ist uns nicht mehr vergönnt diese Saison. Ja, vor allem, wenn du dann halt reingehst und du hast ja, und ich springe jetzt gerne schon ein paar Minuten weiter, aber du hast dann irgendwie in der 69. Das Ding von Alidou, was halt auch abgefälscht wird, weil es Posten geht. Ja. Und du denkst halt so, und du sitzt halt genau da in dem Moment und denkst so, es kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass bei uns regelmäßig, und das ist ja nicht das erste Mal passiert, aber dass es regelmäßig geschafft wird, dass ein Gegenspieler angespielt wird und der Ball halt irgendwo ins, wo auch immer hinfliegt. Aber wie viele Situationen hatten wir eben schon die Saison,
wo halt einfach der Gegner aus der zweiten Reihe oder wie auch immer abzieht und der Strafraum eigentlich besetzt ist und der Ball einfach ins Tor geht. Und du denkst, es kann doch einfach nicht sein. Und dieses Alidu-Ding war für mich genau dieser Punkt. Es soll nicht sein. Also das war in dem Augenblick für mich komplette Resignation. Komplett, okay, es ist scheißegal, was wir machen. Also es war ja auch kurz vorher schon irgendwie übers Tor und so weiter. Also wie gesagt, über die einzelnen Chancen, die wir hatten, müssen wir eigentlich so nicht reden. Aber dieses Alidu-Ding, Aluminium, war für mich genau das, wo ich sage, warum geht der nicht rein? Warum? Also das war, ich habe es nicht verstanden. Also der war ja auch noch vom Bernardo abgefälscht, ne? Ja, genau, das war das ja. So. Mhm. Aber der vorher vom Bochum ist abgefälscht, geht rein, von uns ist abgefälscht und das wäre ja wirklich genau dieser Winkel gewesen, wo halt Riemann nicht mehr dran gewesen wäre. Das muss man ja ganz klar sagen. Also wenn der so reinkullert, dann ist der nicht mehr dran. Und dann geht der halt wirklich an den Pfosten und ich denke, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und das Lustige war, ich saß genau in dem Augenblick und dachte so, gut, weil ich abends auch verabredet war, ja, ich mach mich dann schon mal fertig, ich gucke noch so nebenbei, weil das ist genau das, was ich sage. Ich war für mich schon an dem Punkt, ja gut, das war's dann halt. Ne? Und kurz danach kriegt dann, wie gesagt, hier immer noch die gelbe. Und es war einfach so, ja komm, lass doch einfach. Ist doch alles, dann ist es so. Also das komplette Aufgeben auch meinerseits. Also das war nicht überhaupt nicht böse. So. Und ich habe halt da auch beim FC halt nichts mehr gesehen, wo ich das Gefühl hatte, da geht doch was. Bin ich komplett ehrlich. Die haben es immer versucht, aber ich habe halt nicht diesen letzten Willen gesehen. Also. Warum auch immer. Ja, warum auch immer. Ich glaube halt wirklich aus Mangel an Qualität. Also, ja, natürlich. Ja, Wir haben einfach nicht die Spieler, die das technische Niveau haben und vielleicht auch so dass die Erfahrung haben, sich gegen so eine Niederlage aufzubäumen, wenn sie dann reinkommen. Doch, der Tiki Nato. Ja. Weiß ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Hussein Basic nach seiner Einwechslung schon. Das war der das Spiel vorangetrieben hat, ne? Ja. Nochmal, aber also ich erwarte von dem Hussein Basic jetzt auch, also man muss ja immer überlegen, wo kommt der Spieler her? Wie alt ist der? Wo kommt der her? Also von dem erwarte ich ja keine Wunderdinge mit 100 Übersteigern und dann ist der alleine vorm Tor und dann wird der das Ding wahrscheinlich über Stadion nageln. Aber ich finde schon, dass du bei Hussein Basic nach der Einwechslung schon gesehen hast, das ist ja auch derjenige gewesen, der diese Alidu-Chance vorbereitet hat. Also Hussein Basic war schon derjenige, der das Spiel aktiv nach vorne getrieben hat. Jo, das war halt der Zweitklässler im Buchstabierwettbewerb. Also war okay, wenn man da Alter und Erfahrung so mit reinrechnet, war es gut, ja. Aber reicht doch alles nicht. Das ist doch alles kein Grund, jetzt irgendwie da Hoffnung rein zu projizieren. Nein, es reicht halt nicht, um genau dieses Gefühl zu haben, du kannst in dem Spiel noch was holen. Das ist halt der Punkt. Also der bringt vielleicht noch ein bisschen was nach vorne und du hast vielleicht ein, zwei Chancen, aber du hast halt nicht das Gefühl, da geht noch was. Was ich mal ganz gerne reinbringen würde, wäre, der Tuxbox hat uns bei Twitter ja so ein paar Nachrichten noch im Nachgang zu unserer letzten Folge reingeschrieben und hat da auch bewusst gesagt, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr auf die individuelle Qualität der einzelnen Spieler konzentrieren und nicht darauf, dass du in einer Konstellation der Mannschaft Lösungen schaffst und Strategien auch hast. Und wenn man sich mal anschaut, was am Samstag dann zwischen Heidenheim und Bayern passiert ist, wo dann eine Mannschaft, die mit absoluter Sicherheit individuell viel, viel schwächer besetzt ist als die Bayern, die trotzdem geschlagen hat und dass wir jetzt in dem Spiel es zwar zum Ende hin geschafft haben, aber da so ein bisschen die Lösung auch, naja, ich sag mal ein bisschen wie Manner vom Himmel gefallen sind, zwei Flanken und dann auf einmal da Tore draus zu machen. Ich finde, das sollte man auch nicht vernachlässigen, dass man da auch durchaus mal, also ich fand die Anregung gut dazu sagen, da muss dann halt auch aus mannschaftlicher Geschlossenheit was rauskommen. Und es ist dann halt nicht nur der Vergleich der individuellen Spieler untereinander, ne? Nö, das nicht, aber ich sehe halt schon einen krassen Unterschied, wenn wir überlegen, dass wir nochmal kurz zurück, wir hatten, glaube ich, genau dieses Mannschaftsgefühl und dieses, die Leute wachsen sich über sich hinaus 2017.
weil auch da war der Kader, und wir reden jetzt nicht von, dass Modesta die Saison seines Lebens spielt, darüber müssen wir nicht reden. Aber da gab es Spieler. Nein, da war Matze Lehmann noch Kapitän, ja. Ja, genau. Nein, wie auch immer, genau. Also guck dir, wir haben ja eben aus Spaß mal in den Kader geguckt, wer da war. Und wenn du da drüber guckst, denkst du dir auch teilweise, hei, 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 hei. So. Aber da hat, wie gesagt, damals Stöger es geschafft, eine Mannschaft zu formen, die funktioniert. Und ich glaube aber, das war nochmal ein Unterschied, weil du eigentlich von Beginn der Saison an eine gute Saison gespielt hast. Obwohl die Spieler in ihrer individuellen Qualität nicht, also bis auf vielleicht einzelne, nicht wirklich besser waren, als sie die jetzt haben. Das Problem ist aber, wenn du da unten drin hängst, und das haben wir ja damals gesehen dann im Abstiegsjahr, also 2017. Und das war ähnlich die gleiche Mannschaft, die wir vorher hatten. Ja, wir hatten Verletzungspech. Ja, Modest war weg. Den haben wir nicht adäquat übersetzt. Darüber müssen wir nicht reden. Aber das ist ja genau jetzt auch der Punkt. Wir haben keinen Stürmer. Also wir haben, es muss man ja ganz ehrlich sagen, Selke jetzt wieder verletzt. Werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf kommen. Und dann halt im Vergleich dazu ein Tigges, ein Dietz, ein Adamian. Das ist ja jetzt nicht die Qualität, wo du sagen würdest, also müssen wir ganz ehrlich sein, das ist Bundesliga-reif. Also das sind ja keine guten Bundesliga-Stürmer. Und wenn du da noch nicht mal einen vorne hast, der es vielleicht mal schafft, in der Saison 10 Tore zu machen und dann vielleicht irgendwie auch noch einen Mittelfeldspieler hast, der auch noch ein bisschen irgendwie hinten agiert, wie es vielleicht auch die letzten Saisons noch Kainz war und so weiter. Entschuldigung, Heinz nicht, Kainz. Dann ist es auch nochmal so ein Thema. Du hast ja überhaupt nicht diesen Spielertyp, der vorangeht. Das hast du überhaupt nicht mehr. Du hast keinen Jonas Hector mehr, der da irgendwie auf dem Platz rumpöbelt. Das sehe ich halt auch überhaupt nicht. Und deswegen ist es für mich ein kompletter Unterschied, da auch so ein Mannschaftsgefüge hinzubekommen mit jungen Leuten. Und das ist genau der Punkt. Du hast super viele junge Leute. Du hast aber eben kein, also für mich hast du aktuell keinen Leader auf dem Feld, der auch die Mannschaft mitnimmt und vorantreibt. Ja. Also am ehesten noch vielleicht Chabot hinten in der Abwehr, aber der ist halt zu weit weg, um nach vorne dann genau. Druck zu machen. Ja, sehe ich genauso. Und um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was Reik gerade gesagt hat, wo er den Tuxbox zitiert hat. Liebe Grüße an dieser Stelle an unseren Premium-Hörer Tuxbox. Findet ihr eigentlich auch, dass das, seit die im Trainingslager in Spanien waren, alles sogar eher schlechter als besser geworden ist? Also ich finde, wir waren schon mal weiter, was die Spielanlage nach vorne anging, gerade so in dem Spiel gegen Dortmund oder so, als jetzt in Augsburg und gegen Leverkusen, Bochum. Und besser war das nicht, nee. Ja, aber ich glaube, das ist auch schwierig, weil du da eine andere Spielanlage des Gegners hast. Gegen Dortmund musst du ja tendenziell nur reagieren und weniger agieren. Und du hast ja, also wie oft erzählen, also ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass wir gesagt haben, uns fällt es halt selber schwer, aktiv das Spiel zu machen. Da fehlt es einfach an diesen Stützen und damit meine ich tatsächlich schon den Ball raus aus der Abwehr. Und soll ich euch sagen, warum ich unfassbar froh war, das Spiel nicht gesehen zu haben? Damit ich diese scheiß kurz ausgeführten Abstöße mal nicht sehen muss. Es waren aber auch gefühlt weniger als gegen Augsburg. Es waren weniger. Kann das sein? Oh ja, das war klar. Mhm. Das war sowas von klar. Und ich hab da jetzt auch gar nicht mehr drauf geachtet im Real-Life-Gucken, aber im Spiel... Es waren deutlich mehr längere Bälle von Schwebe. Deutlich mehr als in Spiel davor. Das ist ja wahnsinnig, weil das, in welchem Spiel war das gegen Augsburg, ne? Das letzte davor. Ja. Jetzt. Ja, das hat mich ja zur Weißglut gebracht. Du spielst den Ball kurz raus und dann werden wir gepresst. Und Augsburg hat das ja tatsächlich in par excellence gemacht. Und dann wird der Ball lang geschlagen. Dann denke ich mir so, ja, okay. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem langgeschlagenen Ball von Hübers oder Chabot oder einem der Außenverteidiger, als wenn Schwäbe den sofort lang spielt? Ja. Und weil 95% der Bälle waren danach weg. Und da denke ich mir jedes Mal so. Ja, aber die Frage ist ja, sind die Bälle dann nicht weg, wenn Hübers oder Chabot die nach vorne spielen? Ne? Da musst du natürlich, wenn du lang rausspielst, musst du da vorne mindestens ein, am besten zwei Ankerspieler oder zwei Bandspieler haben, die das hinbekommen müssen. Ne? Dass wir da immer nur einen rumflitzen haben, wie, ich sag mal, wie ein Selke, und dann hat der den Ball und keiner steht um den herum. Ja, was ich halt auch finde, ist, wir haben einfach keinen einzigen Spieler im ganzen Kader, Ausnahme vielleicht Florian Kainz, der überhaupt einen öffnenden Pass spielt. Also Adamian vielleicht noch, ne? Adamian Kainz, die beiden. Früher konnte das auch mal Jubicic, aber der ist ja irgendwie komplett in einem anderen Film gerade unterwegs. Das heißt, du musst den Ball erstmal zu Kainz oder zu Adamian kriegen,
bevor einer mit dem Ball was anzufangen weiß. Chabot ist nicht der Typ, der ein Spiel eröffnen kann. Martel halt wirklich beim besten Willen nicht. Der hat andere Stärken und Qualitäten für uns. Wie gesagt, Jubi ist mit anderen Dingen beschäftigt im Kopf. Der ist nicht so ganz beim FC. Furchtbar, oder? Können wir mal ganz kurz bei Dejo bleiben? Aber das ist schon echt gruselig, was der im Moment spielt. Ja, pass auf, kleiner Leak. Ich habe heute die Dreierkette gehört, diesen anderen Podcast. Sorry, liebe Leute. Aber ich wollte mal gucken, ob die anderen Podcasts euphorisch sind oder ob die anderen 90 Minuten eher so zu anders zur Sorge geben bei den Leuten. Und da hat einer von den dreien geleakt, dass da im Privatleben was los sei von Ljubicic. Ich weiß es nicht. Okay. Ich zitiere das nur. Das heißt, wir sollten unsere Aussagen, die wir jetzt tätigen, über Ljubicic mit der Vorsicht genießen, dass das sein kann, dass da irgendwas privat vorgefallen ist, was wir nicht wissen, was öffentlich nicht kommuniziert wurde, was ihn aber sehr belastet. Das nur so für den Kontext, aber jetzt darfst du weitermachen. Ja, okay. Das sei jetzt mal unbenommen. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht. Nee, ich lasse es lieber. Ich wollte jetzt gerade sagen, das geht uns ja allen so, dass wir immer mal wieder mit irgendwelchen Issues zu kämpfen haben und trotzdem, wenn ich da dann irgendwie Rücksicht erwarte, dann muss ich vielleicht auch zumindest mal kommunizieren, dass es gerade nicht funktioniert. Aber okay, anyway, sei es drum. Will ich mir jetzt überhaupt nichts da aufs Brot schmieren. Aber es ist schon, das sind halt aber auch genau die Punkte, die uns dann fehlen. Ne? Du musst dann halt schon den einen oder anderen Spieler haben, der vielleicht nicht über seinen Leistungsmaximum drüber wegkommt, aber der zumindest dichter rankommt. Und dann fehlt uns halt einfach spielerisch eine ganze Menge, wenn wir das nicht hinbekommen. Wenn das nicht Minimum 2-3 Spieler hinbekommen und genau diese öffnenden Pässe spielen. Weil ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das muss so Mitte der zweiten Halbzeit gewesen sein, als, glaube ich, Chabot mal auch nach vorne durchgelaufen ist, weil er mal irgendwie ein Spiel überspielt hat und dann irgendwie weitergedribbelt hat und dann auf einmal so stand da irgendwie so im Angriffsdrittel und hatte überhaupt keine Ahnung, wo er hin sollte, weil er völlig überrascht davon war, dass er mal so durchgekommen ist. Ne? Und in den Momenten müssen halt andere Spieler da sein, die genau das aufnehmen und die vielleicht genau mal diese eine Aktion, wo einer mal von hinten durchbricht, dann auch aufnehmen können und nutzen können und daraus eine verwertbare offensive Situation machen. Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass wir viele Spieler haben, oder in den letzten Jahren viele Spieler haben, die vielleicht auch so einen Tacken über ihrem Niveau gespielt haben und eben genau das genau gerade bei uns ins Gegenteil schlägt. Also wenn wir hatten vorhin das Thema Heidenheim, da genau da siehst du das ja. Die wissen, Alter, wir haben 33 Punkte, wir werden nicht absteigen. Die wissen jetzt, die werden nicht absteigen. Und dann spielst du halt auch einfach freier auf, weil du sagst so, Alter, was haben wir denn gegen die Bayern jetzt zu verlieren? Ja, dann verlieren wir halt, da passiert aber uns nichts. Und ich glaube, dann ist es halt auch einfacher, nochmal so Spiele zu drehen, als wenn du als der erste FC Köln weißt, oh Scheiße, als es 0-1 für Bochum stand, wir stehen gerade mit 19 Punkten, gerade jetzt situativ 4 Punkte hinter, ich glaube, da haben die Mainzer 3-0, 2-0, wie auch immer geführt gegen Darmstadt. Du weißt einfach so, ey, wir müssen punkten. Und wenn mit diesem, das kennt doch jeder von sich, ich muss jetzt punkten. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt irgendwas leisten. Dann kann das sein, dass man verkrampft. Das ist ganz normal. Nö. Das ist. Dann mach ich es einfach. Nein, das liegt nein, stopp. Du machst das, Raik, weil du halt ein erfahrener Mensch in deinem Berufsfeld bist. Schön klar. Aber Christian Keller hat darauf verzichtet, erfahrene Menschen in ihrem Berufsfeld zu verpflichten. Da hätte halt einfach mal von Erstsemestern das richten. Da hätte vielleicht einfach mal ein 28-jähriger Sechser stehen können, ne? Ja, zum Beispiel. Und nicht Erik Martell. Ja, das ist es halt. Also du hast darauf verzichtet im Sommer, als du noch kaufen konntest, dem Kader auch Abstiegskampferfahrung beizufügen. Was zum Beispiel die Mainzer schon anders gemacht haben. Spätestens im Winter mit Amiri haben die sich halt einen erfahrenen Typen geholt, der vielleicht für Leverkusen war eine Nummer zu groß für den, aber so ein Verein wie Mainz, da ist dann auf Anhieb dann der Barbo. Das ist halt so. Und der hat dann Darmstadt eben am Wochenende zerlegt. So. Und das hat Keller im Sommer nicht getan. Aus welchen Gründen auch immer. Ist heute eine Antwort schuldig darauf, warum er da keinen geholt hat. Und dann ging es halt nicht mehr.
Und das ist jetzt halt die Konsequenz davon. Du hast nur lauter unerfahrene Leute. Dein erfahrenster ist wahrscheinlich Selke. Der fällt bis zum Ende der Saison jetzt mal wieder aus, wie immer. Ja, Waldschmidt hast du ja auch noch, ne? Ja, gut, aber auch Waldschmidt ist, ja, okay, er hat Abstiegskampf im HSV gehabt. Hat übrigens auch mal einen. Der ist jetzt auch wieder fit. Gerettet. Der ist aber auch noch nicht Startelf-fit, glaube ich. Ja. Also, weiß ich noch nicht. Das stimmt. Das glaube ich auch nicht. Nein. Ja. Wann ist er jetzt für Selke reingekommen? Mitte 60. irgendwie war das, ne? 58. oder sowas, ne? Oh, ja, okay. Oder 68. 68. Sowas, genau. Okay. Ja, gut. Ne? Hast halt einen Stürmer. Aber trotz allem musst du halt deine Duelle im Mittelfeld gewinnen. Und da fehlt es mir an dieser Erfahrung. Unbestritten, Dennis. Unbestritten. Und ich muss halt auch immer noch sagen, und ich finde es irgendwie so schade, also jetzt mal von also es ist mir, also was heißt, nein, mir ist es nicht egal, was Ljubicic aktuell hat, aber ich finde, dass der halt auch schon die komplette Saison unter seiner Leistung irgendwie spielt, zumindest aus dem Vorjahr. Wie gesagt, Martel hat sich gemacht, war ja aber auch lange verletzt. Hüseyin Basic, wie gesagt, war ich auch immer ein Fan von. Aber finde ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, er ist aktuell ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich glaube, er ist ein guter Kicker. Und das hat er auch in den ersten Spielen gezeigt. Aber der braucht halt noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, dann ist halt genau dieses Thema Abstiegskampf schwierig. Aber ich muss halt wirklich sagen, und ich habe es ja auch schon häufiger erwähnt, von wem ich die Saison wirklich enttäuscht bin, ist keins. Also ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, irgendwie zu Beginn der Saison, als es auch noch hieß, so wer wird Kapitän und keine Ahnung was wer macht es. Und ich auf voller Überzeugung gesagt habe, ja, keins, wer denn auch sonst, weil es ein Typ, der vorangeht und gutes Mittelfeldspiel und irgendwie Standing auch in der Mannschaft. Und ich weiß nicht, was da los ist. Also ob das wirklich auch einer genau dieser Menschen ist, die halt in den letzten Jahren überperformt haben und jetzt halt da stehen und sagen, ja, das ist aber eigentlich, also ne, das hat halt da funktioniert, mit eben so Spielern da noch wie Hector und Elias im Kader, wo es vielleicht nicht so aufgefallen ist. Vielleicht ist es das. Aber das, ich finde keins halt wirklich, wirklich schwach in der Saison. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich mehr erwartet vielleicht. Ja, ich glaube sogar, es liegt daran, dass keins einfach noch nie irgendwo der Leader war. Der Anführer, der Kapitän. Nee. Der ist doch vom ganzen Naturell her eher so der... Der ruhige Schweiger. Der ruhige, der Schweiger, genau. Ja. Bringt Leistung, wenn er so im Schatten von anderen so mitspielen kann. Genau. Mhm. Wenn er vielleicht auch weiß, dass ihm Jonas Hector den Rücken frei hält. Ne? Wenn er weiß, so. Oder wie auch immer. Ja, jetzt auf seiner Position links halt vor allen Dingen Hector. Ich weiß, ich kann den Ball mal verlieren im Dribbling, weil hinter mir ist halt einfach der fucking Nationalspieler Jonas Hector, der immer es irgendwie schafft, den Gegner aufzuhalten oder einen Foul zu ziehen oder sonst irgendwas. Und jetzt weiß er, hinter mir spielt ein 19-Jähriger. Wenn ich jetzt den Ball verliere, dann könnte hier schon Holland in Not sein oder Müngersdorf in Not sein. Und das ist auch eine andere Situation einfach für ihn. Hört euch die Saisonvorschau an. Ich habe schon gesagt, ich hätte eher einen Timo Hübers als Kapitän gesehen, weil ich glaube, dass der da ein bisschen besser mit umgehen kann mit dem ganzen Thema. Ich habe auch bei Kainz, das ist so Peter-Prinzip, der wurde zu oft befördert. Der ist eigentlich für die Position nicht geeignet, auch wenn er alle Voraussetzungen eigentlich nominell erfüllt, aber das ist nicht seine Position. Der ist nicht derjenige, der da als Lautsprecher unterwegs ist. Und schaut euch doch einfach mal an, wenn irgendeine strittige Schiedsrichtersituation da ist. Und jetzt hebt euch mal vor Augen, wie ist ein Jonas Hector auf den Schiri zugegangen und wie geht ein Florian Kainz auf den Schiri zu? Und allein das zeigt mir schon, bin ich einer, der sich da einsetzt, der da kämpft. Nicht, dass ich ihm den Willen nicht absprechen will. Darum geht's gar nicht. Ich glaube, dass der für die Mannschaft brennt und ich glaube, dass der da auch Bock drauf hat. Aber ich glaube nicht, dass er jemand ist, der für eine Führungsposition geboren ist. Das entspricht einfach nicht seinem Naturell. Ja, eben also drum. Man hat's ja auch einfach, und das ist ja auch nichts, das ist ja dann auch nichts Despektierliches, ne? Also, ich spreche ihm ja nicht ab, dass er ein guter Spieler ist und ich spreche ihm auch nicht ab, dass er nicht für den 1. FC Köln brennt und das wirklich will, aber er ist es halt nicht vom Naturell. Ich habe gerade gedacht so, naja, vielleicht ist der auch so ein Stück weit zu introvertiert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber so richtig extrovertiert war Hector ja auch nicht. Ja, aber doch. Tu dir mal nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also habt ihr den Podcast, ich glaube, Erik hatte uns den ja in die Gruppe reingeschmissen. Ich habe den gehört und
da fand ich, ich weiß gar nicht mehr, über was für eine Plattform das war, aber gebt einfach mal ein, Jonas Hector hat jetzt gerade abseits von seinem Podcast da so einen Gastauftritt gehabt für eine Stunde. Und das fand ich schon sehr reflektiert, was Jonas abgegeben hat, dass er gesagt hat, ja, er ist da nach und nach reingewachsen. Er wollte das eigentlich auch nie, aber aufgrund der Dauer und der Zeit und wie lange er beim FC da so tief in den Strukturen drinne war und das mitbekommen hat, hat er auch gut reflektiert, dass er gesagt hat, naja gut, ich musste da ja immer nur hin, wenn Scheiße gelaufen ist, weil wenn wir gewonnen haben, haben sie immer die Torschützen geholt, und wenn wir verloren haben, musste immer der Kapitän da antreten. Und da hat er sich natürlich ein gewisses dickes Fell angearbeitet bei dem ganzen Thema, und das hat er auch gut hinbekommen. War ich gut. Ja. Apropos, kleiner Exkurs, habt ihr gehört, die Frage von Patrick Wasserzieher an Nico Schlotterbeck? Nee, aber ich habe gehört, dass es irgendwie eine richtige Scheißfrage sein soll. Also zum Kontext, Schlotterbeck hat ja im Spiel gegen Stuttgart so aus 3 Metern übers leere Tor quasi drüber geschossen. Die Szene habe ich gesehen, ja. Ja, genau, also eine Mega-Chance halt verballert. Mhm. Und dann ist sich halt Patrick Wasserzieher nicht so doof, den direkt nach dem Spiel in diesem Post-Match-Interview zu fragen, Herr Schlotterbeck, warum haben Sie diesen Ball verschossen? Boah. Hat er den gefragt? Ja! Ernsthaft? Warum? Nicht irgendwie, ging es Ihnen dabei oder war, keine Ahnung, irgendeine Frage, sondern was war Ihre, warum haben Sie diesen Ball verschossen? Ganz ehrlich. Wow. Was willst du darauf sagen? Also entweder war ich zu dumm oder ich wollte es einfach nicht, weil ich Leverkusen nicht Titel gönne oder sowas. Ne? Dienstag zu spielen nächstes Jahr. Ich will lieber Donnerstag in der Europa League spielen. Nee. Und der Dialog ging noch richtig cringy weiter dann. Dann hat Schlotterbeck gesagt, naja, irgendwie kann im Fußball mal passieren. Und hat dann so eine kleine persönliche Note mitgegeben, hat gemeint so, Sie sind jetzt ja kein Fußballer, so irgendwie zu ihm. Ne? Und dann ist sich Patrick Wasserzieher ebenfalls nicht so doof zu sagen, also ich spiele seit 50 Jahren Fußball. Und dann sagt seitdem und er hätte es reingemacht oder was? Ja, das glaube ich nicht, aber seitdem trendet halt sein Name auf transfermarkt.de, weil die Leute gucken wollen, wo der gespielt hat. Und der Typ hat irgendwie 60 Minuten Regionalliga gespielt. In 50 Jahren. Ja, wow. Und sonst halt in irgendeiner, was weiß ich, Hamburger Landesliga oder sowas, keine Ahnung. Und dann stellt sich der hin und sagt, ich habe auch ganz anständig 50 Jahre lang Fußball gespielt, ey. 50 Jahre lang Fußball gespielt. Der ist 51 wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, Alter. Ja. Wir sind auch in einem Qualitätsproblem, was den deutschen Sportjournalismus angeht. Ja, nicht nur da. Nicht nur da. Ja, nicht nur da. Zum Glück halten wir ja die journalistische Fackel hier hoch und deswegen machen wir hier so die Ich wollte eigentlich gerade anmerken, um zu sagen, ja, wir sind hier ja auch nicht die Sofatrainer, die halt jede Woche darüber reden, wie man aufstellen sollte und so weiter. Bitte was? Aber nein, würden wir nie tun. Trotzdem würde ich wetten, dass jeder von uns hier bessere Fragen stellt als, warum haben Sie den Ball verschossen? Herr Tegel. Ernsthaft, also, aber die Frage kann man ja auch tatsächlich, also ey, sorry, vielleicht, was haben Sie dabei gefühlt oder sowas? Das kann man ja noch. Aber warum haben Sie den rübergeschossen? Ja, aber selbst da war ja damals bei Hector, ne? Ich weiß noch, wie gesagt, dieses Interview mit Hector, wo er damals da auch komplett ausgerastet ist. So, was sind denn das jetzt schon wieder Scheißfragen hier? Genau, ja. Also, so, wo ich mir halt auch denke, das ist ja genau der Punkt. Und dann sagt er, komm, ja, aber dafür sind wir ja hier. Und da Jonas Hector so, ja, ist ja schön, aber ich komme irgendwie gerade vom Platz. Was ist denn los? Was stimmt denn mit euch nicht? Also kann man nicht irgendwie darüber reden, was irgendwie beim Spiel war, aber jetzt irgendwie so eine dumme Frage zu stellen, er hat es wirklich genauso gesagt. Und ich glaube, man darf halt nicht vergessen, und das klingt halt immer blöd, es wird halt, und wir hatten es vorhin in der Vorbesprechung, Baller League, es wird halt immer mehr Entertainment. Es geht halt genau darum, den Leuten gegebenenfalls auf den Sack zu gehen, anstatt da irgendwie mal journalistisch ranzugehen. Und das ist halt das, was mir in der kompletten Fußballberichterstattung tatsächlich mittlerweile fehlt, weil wenn du halt früher noch überlegst, dass du gesagt hast, oh, Kicker ist halt wirklich ein Magazin, wo du sagst, ey, cool, und die sind irgendwie dran und so weiter, das ist ja auch schon 25 Jahre her. So, also das muss man ja ganz klar sagen, also wenn ich da teilweise Berichte lese und Texte lese, das ist ja schlimm. Grüße an Frank Lüssen. Vielleicht aber, sind ja, sogar. Ist aber ist das nicht auch so, weil das ein Medium ist, was halt einfach überholt ist? Also nein, so Printmedium, das sind ja immer die Sachen, die da im Printmedium oder auch online stehen, die sind ja immer deutlich älter als das, was du so auf irgendwelchen Plattformen wie oder sonstigen Plattformen als Informations kriegst. Richtig, und genau das ist tatsächlich das Problem. Oh, Exkurs. Aber
Nein, das Problem ist ja tatsächlich, dass das Internet den Journalismus ja komplett verändert hat. Also weil es eben um Klicks geht, weil es um Schnelligkeit geht, weil es eben nicht mehr darum geht, irgendwie konkreten Fakten zu haben. Also es gibt ja teilweise wirklich eine Headline auf einer Webseite, oh, das und das ist passiert, und dann klickst du drauf und da stehen so zwei Sätze, ja, wir haben erfahren, dass das und das ist, in ein paar Minuten erfahren Sie hier mehr. So, das ist ja, es geht ja nicht mehr um guten Journalismus. Das ist ja genau das Problem. Es geht ja wirklich einfach nur darum, die reißerische Headline zu haben, die Klicks zu haben, weil du damit Geld verdienst. Das ist der Punkt. Und das hat halt den Journalismus und eben auch den Sportjournalismus einfach komplett verändert. Vielleicht sind die ja sogar angehalten, dass sie solche beschissenen Fragen stellen, damit der Spieler getriggert wird und denen halt Futter liefert für so kleine 30-Sekunden-Clips, die halt eben dann auf Twitter und genau TikTok das viral gehen. Ja. Wahrscheinlich ist genau das, weil ich meine, überleg dir mal, wie oft wir diese Snippets von Hectors Interview gehört haben und danach gesehen haben. Klar, natürlich, weil wir uns auch für den 1. FC Köln interessieren, aber das ist auch mit Sicherheit in allen Saisonrückblicken von irgendwelchen Shows dabei gewesen. Darum geht's halt. Du musst halt irgendwas provozieren, du musst halt irgendwie Klicks und Headlines hinbekommen. Leider funktioniert das journalistische, ihr seht bitte die Anführungszeichen in der Luft, journalistische System funktioniert halt leider so. In der Hinsicht hat der Wasserzieher dann alles richtig gemacht und wir nehmen unsere Kritik zurück. Job perfekt erfüllt. Genau. Wer seinen Bester Job Mann. Auch perfekt erfüllt hat, ist Timo Schulz, denn er hat genau die richtigen Menschen eingewechselt. Auch wenn, kleiner Spoiler, wir das alle bei der Einwechslung vielleicht noch nicht so ganz vermutet haben. Also die Einwechslung Luca Waldschmidt für den verletzten Davy Selke kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Übrigens noch ganz kurz, also dass Selke jetzt wie viel Prozent der Saison insgesamt ausgefallen sein wird, 60% ist eben auch genau dieses Ding, was wir gerade meinten, von wegen, es fehlen die Leute, die da so ein bisschen aggressiv vorangehen, weil genau das wäre ja Selke. Der wäre ja genau der Typ, der als erster beim Schiri da vorstellig wird und den anmaunzt und seine Mutter beleidigt oder so. Also das ist ja genau das, was Kainz eben nicht ist, genau das Gegenteil davon. Und der fehlt dir jetzt auch, also nicht nur fußballerisch fehlt dir, sondern der fehlt dir jetzt eben auch so als aggressive Leader quasi da vorne in vorderster Front, der auch mal so einen Abwehrspieler mürbe machen kann oder so. Also der fehlt dir quasi doppelt. Aber nur mal ganz kurz, also jetzt bezogen auf das Spiel, ne, hat Selke exakt, meine ich, eine Torchance gehabt und der Ball ging auch nicht aufs Tor. Das war nach Alidou-Pass und dann ging der Ball auch relativ weit vorbei. Also in dem Spiel war er jetzt nicht wirklich effektiv und das, obwohl wir so viele Flanken geschlagen haben. Ich glaube, in Summe irgendwie 33 Flanken, allein 18 kamen irgendwie von Kainz. Davon sind irgendwie, ich meine, ich hätte gehört, 5 angekommen. 2 allein schon bei den Toren. Und also schwierig, aber natürlich klar, also den motivierenden Faktor sehe ich. Aber es ist natürlich schon bitter, wenn jetzt unser Topscorer natürlich ausfällt mit 6 Toren, aber das sagt natürlich einiges über unsere Offensivleistung. Ne? Dass ein Davy Selke mit 6 Toren nach wie viel Spiel hat er jetzt gemacht? 19. Aber da zählt ja auch jeder Teileinsatz. Ne? Also ja, da zählt ja auch, wenn du eine Minute spielst, wieder reinzukommen. Ja, so wie gegen Augsburg, ne? So alle 20 Minuten mal wieder reinkommen. Ja, ja. Genau. Und ich finde jetzt 6 Tore, wenn man die Verletzungsgeschichte mit reinrechnet, gar nicht mal so gut. Ja. Gut. Mhm. Also alle 211 Minuten ein Tor steht hier. Das ist gar keine schlechte Quote für so einen Verein, der wir sind. Okay, erhöht das jetzt die Chance, dass wenn wir absteigen, dass Levi Selke bei uns bleibt? Nein, glaube ich nicht. Ja, doch. Der hat keinen Markt. Der hat keinerlei. Ich sehe auch keinen Markt für Levi Selke. Glaubst du, dass Heidenheim sich einen Levi Selke holt? Einfach nur mal irgendeinen random Verein da reingedrückt. Ist ja eine Luftdiskussion, weil wir steigen ja nicht ab. Aber, wenn es so wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass, nehmen wir mal an, Bochum bleibt drin, ist Bochum für mich so ein Verein, die einen Selke holen, der dann irgendwie da zweiter Stürmer ist, irgendwie ganz cool, irgendwie auf der Bank, alles fein, alles tutti. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, wenn Düsseldorf hochgehen sollte aus irgendeinem Grund über die Relegation, aber ganz ehrlich, es ist dann einfach nochmal genau dieser Unterschied und das sind genau die Vereine, die sich da vielleicht so einen Typen holen, also jetzt ne, mit der Verletzungshistorie und so weiter, aber das war ja auch vorher schon, wir haben ihn da trotzdem geholt, also mal davon ab, aber ich könnte mir schon vorstellen,
dass er zumindest das ein oder andere Angebot hat. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Nee, glaube also nicht. Beziehungsweise dann für die erste Liga. Doch, glaube ich schon. Aber gut, ich wie gesagt, glaube, dann ich werde gerne überzeugt. Ich glaube, da nimmt jeder halbwegs denkende Manager Abstand von, wie bei Marc Uth zum Beispiel auch. Was verdient der bei uns im Moment? Eine Million, anderthalb ungefähr? Ja, ich glaube, nee, es ist doch keiner über eine Million. Also von daher wird er aber an der oberen Grenze sein. Also von daher wird er eine Million verdienen. Bochum hat schon einen dauerverletzten Paciencia. Also hier steht 800.000 steht bei Transfermarkt. Ja. Als, na, das Gehalt. Ja, da werden aber Erfolgszulagen zukommen. Okay, gut. Ja, also wenn er drin bleibt, dann wären es 850.000. Ja. Und ja, also kann ich mir schon vorstellen, aber ich meine, diese Saison auch mit 6 Treffern, aber mit der Verletzungsanfälligkeit ist nun wirklich kein Bewerbungsvideo für irgendeinen Erstligisten. Sicher auch nicht. Ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass irgend so ein Trottel Harakiri Zweitligistverein. HSV. Da glaubt, sie müssten da irgendwie irgendwas machen. So ein Verein, die dann irgendwelche Sugar Daddies haben. Ja, die sind doch jetzt an Moukoko wieder dran. Ich ja. Heute gelesen. Habt ihr es mitbekommen? Also, das ist so bitter, dass uns die Transfersperre diesen Spieler kosten wird, ne? Zumindest auf Teilbasis. Ja. Der wird aber trotzdem nicht zum HSV gehen. Also jetzt mal ernsthaft. Wenn die aufsteigen vielleicht? Na, weiß ich nicht. Egal. Jetzt kommen wir zu weit weg von allem. Lass mal die Nachspielzeit jetzt gehen. So. Ja. Ich will noch kurz bei Selke bleiben. Okay. Ich will noch die Frage stellen, sollten wir ihn denn im Vertrag für die zweite Liga anbieten mit der Verletzungsanfälligkeit? Ja. Klar. Ja. Ja. Zweite Liga schießt er alles auseinander. Ja. Aber spielt er denn? Kommt er auf die Beine mit zwei Mittelfüßen? Ja. Also, ich glaube aber auch als Type. Also ein Fußbruch ist jetzt sicherlich nicht so spaßig. Und jede Verletzung, die irgendwas Strukturelles oder wo du dir irgendwas brichst, kann natürlich irgendwann nochmal auftreten. Aber so ein Fußbruch, den kann sich ja jeder zu jeder Zeit zulegen. Jederzeit. Und wenn du, also immer mit dem Wissen, wir können in der Sommerpause keine verpflichten. Wenn du die Möglichkeit hast, eine Davy Selke zu behalten, musst du den halten. Punkt aus Ende. Ja, ich bin ehrlich mit euch. Ich würde es nur machen, wenn er sich auf ein Jahr einlässt. Wenn er uns 2 Jahre aus der Rippe leiert wie Dominik Heinz, würde ich mir das sehr genau überlegen. Ich würde es auch machen. Ja, aber die Frage ist ja immer, bei welchem Gehalt, bei welchen Konstellationen. Also ich glaube auch nicht, dass Dominik Heinz jetzt einen Mega-Vertrag unterschrieben hat bei uns für die 2 Jahre. Ich glaube, das wird tatsächlich so ein Ding sein, keine Ahnung. Sehr leistungsbezogen. Und unterhalb der 500.000 fix und der Rest ist leistungsbezogen mit Einsätzen und was immer passiert. Genau. Und das, und wenn, ja, wenn du mit einem Davy Selke irgendwas zwischen 500.000 und 800.000 Euro Jahresgehalt vereinbaren kannst, von mir aus ein Einjahresvertrag und danach nochmal eine Option hinten dran, die beidseitig gezogen werden kann, dann solltest du das machen, weil die Frage ist doch, was hast du sonst alternativ, wenn wir wirklich in die zweite Liga absteigen sollten, wen hast du als Stürmer da hinten dran? Und Davy Selke strahlt meines Erachtens nach deutlich mehr Gefahr aus, als wenn du dann mit Dietz und mit Tigges dann offensiv spielen musst. Ja, also meine Ambitionen wären, glaube ich, eher Waldschmidt versuchen, davon zu überzeugen, dass hoffentlich eine Jahr zweite Liga dann. Ja, aber du brauchst doch mehr als nur eine. Das sehen wir doch. Wollte ich gerade sagen, das eine ist das andere nicht aus. Ich sehe halt nicht, wie Selke Spiele machen soll. Ich sehe da halt Marc Uth 2.0. Ja, du hast natürlich dieses Sportinvaliden-Ding schon wieder direkt vor Augen. Naja, ob du den dann verpflichtest oder nicht, ist dann auch egal. Wenn du für 2 Jahre verpflichtest, hast du ihn halt immer an der Backe. So wie. Aber Schlimme ist, wir sortieren noch gar nicht. Aber zahlst du doch aktuell nicht. Ja, weiß ich nicht. Der kriegt doch bestimmt auch die Punktprämien zum Beispiel ausgezahlt. Die übernimmt doch keine Berufsgenossenschaft. Die übernimmt doch nur das Grundgehalt. Die kriegst du in der Regel nur für auf dem Spielberichtsbogen. Nee, hängt davon ab, was in deinem Vertrag steht. Kommt drauf an. Es kann auch sein, dass wenn du im Kader bist oder wenn du überhaupt in der Mannschaft bist, ne, dass das auch mit drin ist. Ja, also ich meine, das kann, sind natürlich da jetzt so. Da kann uns so ja gute, mal jemand, der dem Verein nahesteht, flüstert, wie so die wann bist du aus dem zurück? Aber ich finde halt, Transfersperre hin oder her, wir können auch nicht jeden durchschleifen mit dem Argument, ja, der kostet ja nicht viel. Wir haben Dominik Heinz jetzt 2 Jahre verlängert, wir wollen anscheinend Benno Schmitz verlängern, dann Selke, dann wird Uth wahrscheinlich noch verlängert, weil er ist ja ein kölscher Jung, für die zweite Liga dann halt. Ja, irgendwann musst du auch mal sagen, Junge,
reicht irgendwie qualitativ auch nicht. Ja, lieber ein halbes Jahr improvisieren und dann. Aber mit wem willst du denn improvisieren? Nee, Moment, aber bei den drei Verlängerungen, die du genannt hast, waren schon zwei dabei, die ich nicht mitgehen würde. Ich gehe in Dominik Heinz nicht mit als Verlängerung. Ja, der ist ja verlängert. Ist ja Fakt. Schon so, ne? Ja, natürlich, klar. Aber, und Margut, sorry, aber man muss jetzt dann auch Margut mal sagen, klar warst du in deinen guten Zeiten eine gute Option auf der 10 und durchaus auch mal ein passabler, vernünftiger Stürmer, aber deine Verletzungshistorie zeigt dir doch bitte auf, dass du nie wieder, und so leid mir das tut, das zu sagen, aber dass du nie wieder in der ersten Liga für den ersten FC Köln spielen wirst und mit ganz großer Sicherheit auch nicht mehr für irgendeinen anderen Bundesligisten und dass es selbst in der zweiten Bundesliga sehr, sehr schwer für dich wird, wiederzukommen. Und dann muss man auch irgendwann mal sich in die Augen gucken, sich die Hand geben und sagen, jo, Marc, von mir aus dann Botschafter für den ersten FC Köln oder was auch immer, aber das ist es dann halt auch. Klar, es ist bitter für ihn, aber so ist es nun mal. Und dann irgendwie da Verträge zu verlängern, nee. Du musst schon eine Perspektive haben, klar, du musst auch schon eine sportliche Perspektive haben. Bin ich völlig bei dir. Ja, Nachspielzeit. So, endlich haben wir es geschafft. Wir haben uns durch die ganze Grütze durchgewühlt, durch die schlechten Nachrichten und durch 90 Minuten Quellfußball. Ich finde auch, wir klingen so, als hätten wir das Spiel verloren, wenn man nur ja, das jetzt hier hören immer würde. Noch, ne? Oder? Ja, ja. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, das Spiel war halt einfach wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Kann man nicht anders ausdrücken. Ja. Der Wille ist ja immer da bei unseren Jungs. Das ist ja bei keinem irgendwie, das ist jetzt hier der VfL Wolfsburg, wo du halt weißt, die kassieren ab und ziehen dann weiter und so. Überhaupt nicht. Wir wissen alle, die sind bemüht, die sind auch gute, anständige Kerle, glaube ich, auch so charakterlich total top, die Leute. Den kann man ja eigentlich so gesehen nur vorwerfen, dass sie einfach nicht oder noch nicht, je nachdem wie alt sie sind, Bundesliga-Qualität haben. Insofern ist das jetzt auch weniger Kritik an den Jungs, als halt eher an denen, der die so zusammengestellt hat, wie sie nun mal sind. Aber sie haben ja doch noch dann diesen einen großen Riesenorgasmus da für uns in petto gehabt. In der 91. und der 92. Minute. Ich habe es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich zu Beginn von dieser Aufnahme hier gesagt habe oder von einer der anderen, die leider für immer verloren sind. Einer der anderen 10 Starts, ne? Ja, ja, genau. Aber es war wohl das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass wir laut Opta ein Spiel gedreht haben, wo wir in der Nachspielzeit noch im Rückstand, also hinten lagen und dann noch zwei Tore nachgeschossen haben. Das ist also noch nie vorher passiert. Das heißt, die Leute, die in Müngersdorf waren an dem Tag, haben ein absolutes Unikat erleben dürfen. Ich bin halt ehrlich mit euch, habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, als der gute Herr Schulz Thielmann rausnimmt, Benno Schmitz reingeschmissen hat und Tigges kam ja für Adamian, da habe ich gedacht, jo, also... Ja. Hast du gedacht, letzte Patrone, aber er hat gar kein Gewehr mehr. Ja, Patrone, aber Gummigeschoss, ne? Oder ja, und Patrone, aber nicht für das richtige Gewehr. Ja, genau, ja. Er hat das Gewehr weggelegt, aber hat zwei neue Patronen. Also ist so, als, ja, wenn du so eine, als wenn du so eine Patrone für so eine Pistole hast und du hast aber so eine Flinte oder so und steckst die da rein und denkst so, ja, das funktioniert ja gar nicht, ist ja viel zu klein. Oder viel zu groß. Also warum funktioniert das denn gar nicht, ja? Zwei Torpedos und der Panzer rollt aufs Feld. Und dann denkst du, Moment, warte mal, das ist so U-Boot, oder? Was? Ja. Ja, oder halt früher diese Flummi-Schleudern, die man als Kind hatte, mit denen man so Flummi-Bälle abschießen konnte, die dann immer von allem abgeprallt sind. Sowas halt. Mhm. Naja, ich finde, Waldschmidt hat sich gut eingeführt. Das ist ja auch der Wechsel, der Sinn macht, wegen der Verletzung von Selke. Der hat ja auch direkt diesen richtig guten Schuss gehabt, den er so direkt aufs Feld nimmt. Volley-Schuss, ne? Mhm. Ja, genau. Ja. Wo ja nur Riemann den noch so irgendwie über die Latte gelenkt hat. Das war gut. Aber ich hatte recht wenig Zutrauen jetzt in ausgerechnet Tigges und Benno. Kann man leider nicht anders sagen. Ich meine auch, der Schuss, der zur Ecke geführt hat, war auch wieder Waldschmidt, ne? Ja. Ja, man hat doch genau. Irgendeinen Abwehrspieler da abgefälscht und dann gab es deswegen die Ecke. Ich glaube, Asano oder was war das, ne? Egal. Ordez. Ja. Ich kann euch nämlich sagen, da ich ja mit der Familie im Legoland war und das Ganze nur per Live-Ticker verfolgt habe, war das genau. Also im Kicker-Ticker genau das Letzte, was ich verfolgt habe. Ordez fälscht einen Distanzschuss vom Waldschmidt zur Ecke ab. 90. Minute. 5 Minuten werden nach. Dachte so, das kann ja ein Spaß werden.
Und alles klar, herzlichen Glückwunsch, ich höre mir die 5 Minuten nochmal an. Ne? Na, und dann habe ich gedacht so, naja gut, jetzt steckst du das Handy mal in die Hose, sonst ist das gleich weg. Und da sagt mein Sohn noch zu mir, und wie steht's? Nicht so 1-0 für den VfL, noch 5 Minuten Nachspielzeit. Und steig aus diesem Fahrgeschäft, wo ich mir wahrscheinlich meinen Rücken nachhaltig kaputt gemacht habe, aus im Nachgang und guck auf das Handy und sehe 3 Push-Nachrichten vom Kicker. Und diverse bei uns in der Gruppe und denke schon so, oh oh, 3 Push-Nachrichten. Eine ist der Schlusspfiff und die anderen beiden? Die anderen beiden sind das 2-0 und 3-0 für Bochum. Genau. Oder ich rot für irgendeinen wichtigen Spieler von uns. Ich hab es irgendwie gerechnet, so, weil Martel hatte ja schon die 5. Gelbe, habe ich gedacht, boah, jetzt so rot für Chabot oder Hübers oder so eine Scheiße. Und ne, weil Luca Kilian ja auch langfristig, also auch Saisonende haben wird, haben wir auch noch gar nicht besprochen, auch natürlich ultra schlecht. Habe ich gedacht, so, boah, jetzt rot für irgendwen und VfL Bochum macht in der 93. 2-0 und ziehe so diese Push-Nachrichten so ein Stück hoch und sehe nur das 1-1 und denke schon so, oh nein, bitte, bitte keinen FC gebaut. Und ziehe so hoch und da steht so 2-1 für den ersten FC, 2-1 Köln, Waldschmidt und Spielende. Und ich habe den Ausgang dieses Fahrgeschäftes so zusammengeschrien. Neben mir war eine Familie, die sind wirklich zusammengezuckt. Ich habe ein verhältnismäßig lautes Organ. Die Eltern haben ihr Kind so hinter sich gebracht, in Sicherheit quasi. So ungefähr. Und dann sind wir da freudestrahlend. Und ich hatte tatsächlich, meine Laune war an dem Tag, nachdem dann das 1-0 für den VfL fiel, tatsächlich nicht so gut. Weil meine Frau jetzt schon sagte, haha, der VfL, hihihi, dann gewinnen die gegen euch, hihihi. Und ich schon, was hast du denn schon einen Scheidungsgrund, oh, oder? Ja, also wirklich. Ja, also Grüße an Frau Ruhrport-Hennis, aber ey, was ist denn mit dir los? Skandalös. Also, also wirklich. Ne? Also die kann das ja auch sehr gut, wenn ich so vom Fußball komme, so von irgendeinem Spiel, die weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Und? Wie war's? Also, und wie war's? 0-5 gegen RB Leipzig. Und wie war's? So, ne, und dann, habt ihr gegen die Bayern nicht gewonnen? Ne? Oh, das ist aber schade, ne? Und die hat dann so gefragt, und wie steht's denn überhaupt? Und da sieht man mir ja, also mir sieht man das dann schon sehr schnell an. Ich so 1-0. Für wen denn? Ja, Christine, nicht den ersten FC Köln, dann wäre ich ja besser drauf, ne? Ach so, für den VfL. Mhm, ja, ist ja schön. Und dann kam ich da hüpfend aus diesem Fahrgeschäft raus und meine Frau schaut, du hast den Blick gesehen und sagt so, oh, warum hast du denn so gute Laune? Ja, sag ich, ja, weil der erste FC Köln den scheiß VfL Bochum 2-1 abgeschossen hat in der Nachspielzeit. Ne? Und hatte so diebisch gute Laune und habe dann auf dem Rückweg zum Parkplatz, weil das letzte Fahrgeschäft war, was wir gemacht haben, dann auch Feierabend war im Park, hatte ich extremst gute Laune und ich lasse das dann mein Umfeld auch sehr gut, sehr gerne spüren, wie gut meine Laune ist. Ja. Ja, es ist. Aber als Vergleich dazu, mein Mann hat mir nach dem 1-0 für Bochum erstmal einen Schnaps gebracht. Und er geht dann auch immer raus, weil er genau weiß, so, nee, ich bleib da nicht drinne, weil ich ihn dann immer anschreie. Das geht nicht. Und tatsächlich waren wir nach dem Spiel noch verabredet und wir stehen an der S-Bahn und wir gehen halt die Treppe zur S-Bahn hoch. Und ich bin auf einmal wirklich, weil ich mich daran erinnert habe, wie das Spiel halt gelaufen ist, in ein hysterisches Lachen verfallen und habe wirklich auf dieser Treppe fast einen Lachkrampf bekommen und konnte nicht mehr. Und alle Leute guckten mich wirklich an und mein Mann steht da so, ja gut, erst FC Köln und so. Und es ging nicht mehr. Also ich habe den Tweet gesehen. Ja, ich völlig war also wirklich hysterisches Lachen, aber es ist ich weiß auch, also wie gesagt, emotional, ich möchte lieber erste FC Köln, falls irgendeiner von euch uns zuhört, bitte jetzt nicht jedes Wochenende so ein Spiel. Das geht nicht. Also dann sterbe ich in dieser Saison noch. Das sage ich so, wie es ist, weil das war emotional ein kompletter Abfuck. Also ich weiß noch, dass das 1-0 von Bochum und ich dachte so, okay, danke, das war's. Ich habe es ja auch wirklich geschrieben, okay, das ist jetzt alles und ich sitze hier und es nimmt mich doch mehr mit, als ich dachte, weil ich habe ja gedacht, ja, komm, wenn wir absteigen, dann ja, gut, ist so. Und dann hast du es halt irgendwie so
kurze Zeit, also schwarz auf weiß, es klingt ja so blöd, weil rechnerisch ist es ja noch möglich, aber wir kennen ja alle die Situation und so weiter. Und Bochum jetzt so dieser letzte Notnagel, an dem du dich erstmal so ein bisschen hältst, wo du sagst, du musst gegen Bochum auch einfach gewinnen, um dran zu bleiben, gerade weil Mainz ja auch dann gespielt hat. Und ich habe es ja noch in die Gruppe geschrieben, als wir noch 1-0 zurücklagen. Und ich glaube, da hatte Mainz dann 3-0 geführt. Und ich nur so schrieb, ja, ist mir gerade scheißegal, was Mainz macht. Solange wir nicht punkten, ist mir das völlig Wumpe, weil es interessiert halt niemanden. Und wie gesagt, dann fiel das 1-1 und ich raste hier einfach völlig aus und denke so, ja komm, war aber dann kurz wieder gesettelt, weil ich dachte, ja, aber es ist dann halt wieder nur ein Punkt. Also es war wirklich dieser Gedanke so, ja, ist cool und nicht verloren, aber wieder nur ein scheiß Punkt. Ja. Und dann kommt die Flanke von Benno Schmitz. Ja, und ich fand übrigens, bevor wir zu Benno gehen, ich fand die Standards und Flanken von Kainz übrigens gar nicht so schlecht in dem ganzen Spiel jetzt. Also natürlich war da auch Streuung bei, klar. Aber könnt ihr euch an diese Kopfballchance von Adamian in der irgendwie so 15. Minute erinnern? Da kam die Flanke auch von Kainz. Ja, ja, die kam perfekt und ein guter Kopfballspieler macht da auch ein bisschen mehr draus als Adamian. Dieser Elfmeter, den wir gerade diskutiert haben, wo Riemann den Adamian abräumt, war auch ein Standard von oder eine Flanke von Kainz, die ja schon ganz gut kam. Aber reicht das von der Quote? Also wie gesagt, Statistik sagt über das ganze Spiel 33 Flanken, allein 18 davon von Kainz. Einer hat zu der Chance von Adamian geführt, die andere hat zu dem Tor geführt von der Ecke aus. Das heißt, ja, du hast halt vorne nicht die Leute. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wahrscheinlich kommt das auch noch mit dazu, ja. Nicht wahrscheinlich kommt das auch noch mit dazu, sondern das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Ne? Also du kannst ja die tollsten Flanken aller Welt schlagen, wenn da keiner ist, der sie verwerten kann. Okay, aber wenn von 33 Flanken 5 ankommen und 2 davon waren ja von Kainz, eine war von Benno Schmitz, ich weiß jetzt nicht, von wem die anderen 2 kamen, die angekommen sind, aber rein von der Quote ist das jetzt nicht so Bombe, aber da kann man natürlich diskutieren, ist es jetzt Henne oder Ei, ne? Sind die Flanken scheiße oder sind die Abnehmer scheiße? Ja, ich glaube aber auch, dass die richtig guten Flankenspieler auf der Welt, wer immer das gerade sein mag, auch keine so viel höhere Quote haben. Weil Flanken naturgemäß immer leichte Beute für Abwehrspieler sind, die natürlich in der Regel mit 2 Mann hinten drin stehen und mit 3 Mann, die alle groß gewachsen sind und die recht easy rausköpfen können. Also ich weiß zum Beispiel, bei den Bayern wurde ja jahrelang über die Ecken von Kimmich gehatet. Und es gibt ja auch viele, viele Gründe, Kimmich zu haten, aber der war trotzdem der Top-Vorlagengeber in der ganzen Bundesliga, was Ecken angeht. Trotzdem war der subjektive Eindruck der Bayern-Fans, oh, alle Ecken von dem kommen nur halb hoch auf den Knöchel. So. Irgendwie in Hüfte. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit über Kainz Flanken auch erzählen, ne? Ja, ja. Oder also Kainz Ecken vor allen Dingen. Eben. Mhm. Ich glaube, da täte es manchmal gut, wenn wir da mehr so das in Relation sehen würden. Ich glaube, mit einem Modest drinnen da vorne hätte der Kainz auch schon ein paar Assists gesammelt jetzt in dieser Saison. Ein paar mehr. Aber hat das nicht auch damit Modest, zu tun? Ne? Dass wir auch eine schlechte, also neben den Zielspielern auch eine schlechte Strafraumbesetzung ganz oft haben, weil also ne, das spielt da ja auch mit rein, wenn du den Strafraum teilweise besser besetzen würdest, also vielleicht auch den Rückraum oder ich habe immer das Gefühl, unsere Spieler stehen genau immer an den falschen Punkten. Und da denkst du dir Aber genau das Thema Strafraumbesetzung war ja dann bei der Ecke von Kainz auf Tigges. War ja genauso, weil es war genau die Situation, die wir in der letzten Saison noch bei Modest immer wieder gefeiert haben. Eigentlich der Weg weg vom Tor und trotzdem den Ball mit Schwung aufs Tor zu bekommen. Genau so ist diese Ecke gelaufen. Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe mir auch dieses Tor ein paar Mal angeguckt, weil es irgendwie, also ich fand es sehr, sehr schön, wie Tigges sich tatsächlich danach gefreut hat. Also man hat wirklich gemerkt, da fällt Last ab ohne Ende in dem Moment. Also das war wirklich so. Aber für mich, und das, also wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert, aber Tigges geht auch eben mal nach oben. Also das war wirklich, er springt halt wirklich mal hoch, was er halt sonst vielleicht nicht so häufig macht. Aber er hebt mal ab, ne? Genau, er hebt mal ab und er setzt sich da eben genau auch durch. Und ich glaube, das ist genau so eine Sache, und die halt vorher tatsächlich gefehlt hat bei ihm. Weil das war ja, was wir oft genug diskutiert haben, genau der Punkt, er steht im Strafraum, die Flanke kommt, er bleibt einfach stehen. Weil ja, er ist groß und die Abwehrspieler, die ihn aber dann natürlich bedrängen,
Aber wenn er hochgeht, ich glaube, er hat den Körper dafür, dass wenn er wirklich da mit Wucht nach oben geht, dass er eben genau auf so eine Flanke eben auch behaupten kann. Ja, das spricht ja aber 0,0 gegen das, was ich gesagt habe. Ich fand es nur einfach gut, dass er das umgesetzt hat, wofür wir einen Toni Modest in der Vergangenheit ja immer gelobt haben. Der hat ja mehrfach genau diese Aktion gemacht, dass er eigentlich im, also so ein bisschen wie dieser Fadeaway-Jumpshot, den Dirk Nowitzki auch immer drauf gehabt hat, um jetzt mal eine Thematik mit drin zu haben, sich vom Gegner zu entfernen und trotzdem mit der Flanke mitzugehen und mit dem Kopf dann sich die Ecke aussuchen zu können, wo das Ding reinbringst. Und ich fand, das hat schon, das, also der Kopfball von Tigges hat genau daran erinnert. Das fand ich, war für mich so ein Remembrance-Ding von Toni Modest. Das ist auch so ein typisches Ding, wie damals diese Kopfballverlängerung auf den zweiten Pfosten, wo dann immer Skiri gestanden hat. Wo immer Skiri gestanden hat. Genau, weil die geht ja genau auch, also selbst wenn die gehalten wird, ist das ja eine unfassbar gute Chance, weil der Torhüter sich ja bewegen muss. Und immer wenn der Torhüter sich bei so einem Ding bewegen muss, du hast da ja im Idealfall mehr als nur einen. Und auf dem zweiten Pfosten haben Alidu und Ljubicic gelauert. Also das Ding war schon richtig gut. Und was mir aufgefallen ist bei der Betrachtung des Spiels, dass Alidu sofort den Ball holt und nach vorne rennt. Dass man halt Bock gehabt. Also die jubeln und dann gucken alle, wo ist der Ball? Alidu zeigt, ich habe den Ball und also macht so eine Wischbewegung nach vorne und alle rennen sofort nach vorne und das geht ja, also ich glaube, zwischen den beiden Toren liegen ja auch irgendwie eine Minute und weiß nicht, 35 Sekunden oder so. Das ist schon gut und dass man halt nicht aufsteckt. Und wir haben vorhin gesprochen, dass uns ja das Spiel nicht so viel Mut gemacht hat. Aber dieser Spirit in dieser Nachspielzeit, wir geben nicht auf, wir machen weiter bis zum Ende, das macht mir unfassbaren Mut für diesen Abstiegskampf. Wisst ihr, was ich über Tigges Tor in seiner Einzelkritik auf irgendeinem Schmierblatt gelesen habe? Ja. Tigges mit einem typischen Tigges-Tor. Da frage ich mich, wie viele Spiele von Steffen Tigges haben die gesehen? Aber er hat schon. Das eine Tor gegen Dortmund, dann das Spiel gegen Bremen und dieses Spiel. Ja. Hat er überhaupt schon mal einen Kopfball reingemacht für uns? Ja, klar. Das Tor gegen Dortmund, das gegen Bremen. Gegen Dortmund hat er eins gemacht und gegen Bremen hat er, glaube ich, auch ein Kopfballtor gemacht. Ja, ne? Ich glaube auch. Ah, hier. Der Geistblock war es übrigens. Steffen Tigges macht ein Steffen Tigges Tor. Also ich kann mich nur an eine reingestolperte Tor. Vielen Dank. Und 40 Meter Tore. Ja. Ja, aber man muss ihm lassen, er ist der Mann für die Special-Tore, für die Dinger, die man sich noch lange erinnern wird. Ja, und ich glaube, im Nachgang ist es doch auch scheißegal, ob es Steffen Tigges, Jeff Chabot, Kevin McKenna oder die Werbebande macht. Nein, wichtig ist es, glaube ich, nicht, weil du hast jetzt einen Stürmer, der vielleicht dadurch ein bisschen Selbstvertrauen bekommt. Geschenkt. Ja, das mag sein, aber nachher für uns ist es doch nur wichtig, dass wir dieses Ding 2-1 gewinnen. Ja, ich glaube, es ist noch mehr. Ich glaube auch, dass es ein bisschen, also jetzt gerade mit der reingekommenen Verletzung von Davy Selke und dass wir den dieses Jahr nicht mehr wiedersehen werden oder diese Saison nicht mehr wiedersehen werden, hat das schon eine gewisse Relevanz, dass jetzt ein Tick ist, weil, okay, wer wird denn im Spiel gegen Bayern bei uns im Sturm stehen? Vielleicht können wir da ja mal schon direkt einen Übergang machen. Nee, wir haben noch nicht das Waldspiel besprochen. Okay, gut, alles klar. Okay, alles klar. Aber das wird ja, vielleicht gehen wir dann mal zu dem Waldschmidt-Tor auch rüber, weil Waldschmidt ist ja für Selke reingekommen und hat ja dann das 2-1 gemacht und dann kommen wir ja vielleicht in diesen Kontext mal rein, wer dann irgendwann demnächst mal für uns als Stürmer spielen wird. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Also die war davon ab. Aber wir haben ja auch, und da reden wir auch drüber, Benno Schmitz. Also wie häufig haben wir darüber geredet, der Antifußballer und so weiter. Aber sorry, die Flanke war butterweich. Also, Entschuldigung. Ja. Also das war ja wirklich mit Gefühl reingebracht und
dass Waldschmidt dann auch, also wirklich, der musste sich ja gefühlt noch nicht mal bewegen. Also die kam ja wirklich auf den Kopf und also unfassbar. Und das ist für mich wieder so ein Benno Schmitz, wie damals sein Hammer den rausgeholt hat. Der hat alle paar Spiele mal so einen Moment. Und das war der Benno-Schmitz-Moment für mich. Und das war auch kurz die Überlegung, wo ich mich erwischt habe, wo ich dachte, oh, sollte der vielleicht nächstes Spiel doch wieder Rechtsverteidiger spielen? Um das mal, ne? Also kommen wir vielleicht gleich zu. Aber da hat man, glaube ich, nein, aber da hat man trotzdem aber, glaube ich, genau das gemerkt, was uns fehlt, nämlich einfach so ein bisschen das Erfahrungsthema geplatzt. Diese Ruhe und die Erfahrung. Ja. Benno Schmitz ist wie so ein PlayStation-Spieler, der wild auf seinem Controller rumhackt und so alle 50 Spiele mal aus Versehen eine Tastenkombi drückt, die richtig geil wird dadurch dann. Ja, so wie so ein früher das Thema war, diese Flanke von Benno Schmitz ist nur deswegen, ne? Ja. Diese Flanke von Benno Schmitz ist nur deswegen so gekommen, weil Bochum den komplett nicht verteidigt. Ja, Bochum hat das viermal verkackt in der Situation. Ja. Erstmal der Spieler, der den Ball auf Benno Schmitz. So viel Platz. Wer war das? Finkgräfe oder Hussein Basic oder wer? Wer bringt den Ball zu Benno? Weiß ich jetzt gerade nicht. Der hat schon gar keinen Gegenspieler. Die stehen ja alle hinten drin im Strafraum und hoffen auf ihre Endverteidigung. Wenn du den schon mal anläufst, kriegt der schon mal Panik, weil es ein FC-Spieler ist und spielt zurück zu Schwäbe. Situation tot. Dann kriegt Benno den Ball. Im Umkreis von 25 Metern ist kein blauer Spieler. Osterhage rennt da mal so ein bisschen dahin, aber es hat viel zu weit weg, um da irgendwie auch nur in die Nähe zu kommen von Benno. Ich glaube, Hussein Basic. Ja, weil ist auch wurscht. Benno hat halt einfach Zeit, der kann sich den Ball, kann den Ball annehmen. Wenn du Benno unter Druck setzt, kann er auch keinen Ball annehmen. Insofern setzt er unter Druck und die Flanke passiert es gar nicht. Aber er kann den Ball annehmen, er kann ihn nochmal so ein bisschen anticken, er kann gucken, er kann auch fragen, Waldschmidt, bist du bereit? Ready? Mach dich mal klar, ich flank jetzt. Er kann seinen Eltern noch eine Postkarte schreiben, wo er draufschreibt. Und Waldschmidt sagt, warte Sekunde, ich habe meinen Walkman hier noch an der Seite, ich muss noch auf Eye of the Tiger zurückspulen. Wenn ich dann direkt an der Treppe bin, dann kannst du abspielen und dann würde er es genau machen. Also genau. Und anscheinend das alles so lange gedauert, dass dadurch dann Masovic komplett verwirrt war und es einfach nicht schafft, höher zu springen als der irgendwie 10 cm kleinere Luca Waldschmidt, weil eigentlich so gut die Flanke auch war, den muss aber der Innenverteidiger, der vor dem steht, wegköpfen. Ja, wenn der aber auch scheiß Timing. Und nicht nur scheiß Timing, sondern der steht falsch. Ja. Der steht nämlich so ein, also Waldschmidt setzt sich, also die sind ja am Anfang, also Waldschmidt ist ja in so einem Sandwich, Masovic und ich weiß nicht, wer der andere ist. Und Waldschmidt setzt sich. Gamboa war der andere. Gamboa, ja, okay. Mhm. Waldschmidt setzt sich so ein Stück nach hinten ab. Dadurch kann Gamboa nicht an den Ball kommen, ohne Waldschmidt zu faulen. Und Masovic ist halt im Niemandsland. Und kommt dann auch nicht an die Flanke ran, weil die tatsächlich genau, wirklich aber auch haargenau ist. Die ist genau diese, ich sag mal, 10 Zentimeter zu hoch an dem Punkt, wo Masovic hochspringt, dass sie eben bei Selke runtertropft. Und der Kopfball, jetzt mal ganz ehrlich, der Kopfball ist schon richtig, richtig, Waldschmidt. Richtig gut. Waldschmidt. Ja. Waldschmidt. Von Waldschmidt, ja. Was hat er gesagt? Selke. Waldschmidt, ja, meine ich ja. Ja. Waldschmidt ist der Blonde, kann man gut unterscheiden, die beiden. Ja. Da müssen wir auch noch drüber reden, über diese Frisurenentscheidung. Aber, Nein, bitte nicht. Der darf jetzt alles tragen. Jetzt darf er das rückwirkend. Wobei ich schon finde, er müsste sich die Haare Joker grün färben. Ja. Alleine aus so Social Media Gründen. Nee, schon perfekt. Und du saßt ja schon in der Flugbahn so von diesem Ball. Ey, der könnte hinten reingehen. Geht der hinten rein? Warte mal, der senkt sich. Geht der rein? Der ist drin! So wirklich. Also man konnte es ja echt schon so in der Flugbahn sehen. Und auch, dass Riemann da nicht drankommen kann, eigentlich so wie der fliegt in dieser komischen Parabel. Die muss erstmal so machen. Ja, aber weil Riemann macht aber auch den Timo Korn Gedächtnis-Move, ne? Ja. Abknien. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich irgendwie, ich war immer noch dabei, das 1:1 zu verarbeiten und habe mich gerade erst wieder irgendwie auf die Bank gesetzt und dachte so, okay, Flanke, ja, gut, alles klar, versuchen wir nochmal. Und ich habe den Ball einschlagen sehen und ich habe es in dem Moment nicht verstanden. Also ich habe so locker noch mal 5 bis 10 Sekunden gebraucht, bis alle anderen um mich herum aufgesprungen sind und einen riesen Alarm gemacht haben. Und dann habe ich erst verstanden, dass der Ball reingegangen ist.
Also ich habe das nicht so eindeutig gesehen. Bei mir war es sogar so ein Zeitloop-Moment, wo das so aus dieser Millisekunde, wo dann irgendwie so 5 Sekunden werden und der Ball wie in Zeitlupe so hinten reinfliegt quasi. So Terminator 2-mäßig, es dehnt sich einfach irgendwie. Ja, ne? Ja. Also das ist echt krass. Und Waldschmidt hat ja nachher sogar im Interview gesagt, dass er den Ball gar nicht so erwischt hat, wie er ihn erwischen wollte. Aber ich glaube, nur dadurch kriegt er diese komische Parabel, dass der halt genau da hinten reinfliegt. Also das ist dann eben halt dieses Glück, was du brauchst, in der letzten Minute, vielleicht auch, wenn du ein Stürmer bist. Weil du aber auch es dir erzwingen musst. Ja, ich finde halt auch, wir haben halt wirklich nach dem 1-1 nochmal richtig gepusht und gesagt, ja, Punkt reicht. Wir haben mal Bochum hier auf, sind nicht weggezogen. Genau. Sondern wir haben echt nochmal so in der ganzen Körpersprache, nicht nur von Adidu, sondern von allen, hast du gesehen, so, die haben Bochum jetzt in den Seilen, jetzt muss der Boxer mal das K.O. setzen. Und dass wir es dann halt noch schaffen, passiert uns ja selten genug. Wir hatten im Vorgespräch mal nachgeschaut, wann das letzte Tor in der Nachspielzeit zum Sieg erzielt wurde. Das letzte Siegtor, nicht der Ausgleich. Und das war in der Tat Jan-Uwe Thielmann vor 4 Jahren gegen Schalke. Also schon ein paar Jährchen her. Damals der Trainer von Schalke, wer weiß es noch, Christian Groß. Oh. Ja. Der seine Spieler nicht mehr kannte, ne? Ja, Alessandro Schüpp. Alessandro Schüpp. Genau. Und der damalige Stürmer von Schalke, der bei dem Spiel verletzt gefehlt hat, wisst ihr noch, wer das gewesen ist, der ein Stoßstürmer? Der verletzte Stürmer bei Schalke? Ja. Also der Nummer 1 Stürmer quasi, der immer spielen würde, wenn er nicht verletzt wäre. Terodde? Nee. Klaas-Jan Hünteler. Klaas-Jan Hünteler. Scheiße. Fühlt sich wie eine Fußball-Ewigkeit her an, wenn man die Namen. Ja, aber ich kann sagen, das fühlt sich locker wie 10 Jahre an. Genau, also genau. Das fühlt sich an wie FIFA 90, finde ich. Also. Wisst ihr, an welches Tor ich denke, wenn ich an Schalke denke, an kein gutes Tor, an das Tor von Raoul gegen uns? Diese Lupe? Ja, war schon leider ziemlich gut, dieses Tor. Also wenn ich ein Tor vor Auge habe, dann war es dieses. Ich denke immer, das war nur Tor. Ja, aber das ist ein kurzer Schwenker, aber das ist halt auch irgendwie so krass, ne, wenn du gerade mal daran denkst, aber es ist noch eben nicht so lange her, wo eben Raoul, Hünteler und so weiter für Schalke gespielt haben. Ne? Und jetzt seht ihr mal an, wo die stehen. Also ja. Ich würde auf einer souveräner Drittliga-Anwärter. Ja, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, also jetzt mal unabhängig davon, ob man Schalke mag oder nicht, und ich hasse Schalke wie die Pest, darum geht es nicht, aber das zu sehen tut halt irgendwo schon weh. Also das muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, also, natürlich. Ne? Ja, vor allem, weil der Dennis auch letztes Mal schon zu Recht gesagt hat, das könnte uns bei einem möglichen Abstieg auch drohen. Absolut, absolut. Also ich sehe euch, uns, wenn wir absteigen, ich sehe uns nicht, dass wir oben mitspielen. Punkt. Nee. Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Egal, wenn wir jetzt verlängern oder so. Das wird eine Saison, wo wir irgendwie hoffen müssen, im Winter noch in Schlagdistanz zu sein. Das ist das Höchste. Ja, beziehungsweise, genau. Deswegen also steigen wir auch nicht ab, Leute. Wir haben gerade gewonnen. Jetzt hört doch mal auf, euch über die zweite Liga zu unterhalten. Was ist denn los? Ja, noch sind wir als 17. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich erlaube auch heute nicht die ganz große kölsche Euphorie. Dazu finde ich die Lage zu ernst immer noch, tabellarisch gesehen. Vor allem, weil jetzt ja... Wisst ihr übrigens das Beste? Bochum hat ja den Letsch entlassen. Und ja, war es eigentlich, eigentlich mit Peter Stöger wie einig? Er hat abgesagt. Peter Stöger hat abgesagt, obwohl er schon einen unterschriftsreichen Vertrag hatte, weil er jetzt seinen aktuellen Verein nicht in der... Der ist ja wie Sportdirektor, Vorstand, was auch immer... nicht alleine lassen kann. Oh. Ja, gut, der Mann, jetzt hast du Dennis komplett die Pointe versaut. Ja, die Überleitung vor allen Dingen. Entschuldigung. Ja. Haben wir mal unter Peter Stöger gegen die Bayern gewonnen? Nee, ne? Boah, ich wüsste nicht, wann wir das... Haben wir nicht unentschieden in München gespielt? Nicht, oder? 1-1? War das nicht? Ja, wir haben unentschieden. Nee, wir haben Modest-Tor gespielt. Das Modest-Tor, wo er das Bundesliga-Lob nachgebracht hat. Genau. Ja, da haben wir 1-1 gespielt zum Oktoberfest in München. Ja, guck mal, da haben wir doch eine Überleitung gefunden. Denn wir müssen jetzt beim Rekordmeister antreten. In der Minute, wo wir es hier aufnehmen, ist Montag, der 8.4., 23 Uhr. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie Bayern gegen Arsenal gespielt haben wird, ob sich da die nächste Reihe abgeholt haben. Aber die Bayern sind ja nun gerade
in einer ganz komischen Situation, wo die zwei Spiele in Folge verloren haben, was wahrscheinlich in der Bundesliga nur unter Pep Guardiola vorkam, als sie schon seit 10 Spielen Meister waren und nicht mehr so richtig ernsthaft da mitgespielt haben. Und nur in der U9. Ja, nee, es war schon in der Bundesliga tatsächlich. Aber da waren die, wie gesagt, schon Meister und da war es halt scheißegal. Ja, und jetzt müssen wir halt in die Allianz Arena. Dazu muss man sagen, dass die beiden Außenseitersiege, also Heidenheim und Bochum gegen die Bayern, die waren ja jeweils in deren Stadion und nicht in München. Das heißt, in München haben sie noch keinen von diesen Katastrophen-Niederlagen gegen irgendwelche Graupen-Clubs hingenommen. Na klar, werden wir der erste? Die haben gegen Dortmund verloren. Ja, genau. Werden wir der Graupen-Clubs halt? Ja, ja, ja. Werden wir der erste Graupen-Club sein, der es in München schafft? Boah, nee. Nee, glaube ich auch nicht. Also wobei ich sagen muss, die letzten Jahre war es ja immer so, wenn die Bayern irgendwie mal ein Spiel verloren haben, haben sie danach, also wir kennen das ja alle, ja, ihr seufzt schon, ne? Dann haben sie richtig aufgedreht und dann ging es halt irgendwie immer 6-7-8-0 aus. Das glaube ich nicht. Ja, zumal sie das ehrlich, ja gegen Heidenheim jetzt gerade verpasst haben. Ne? Ich meine, das wäre jetzt eigentlich die Reaktion gewesen, wenn du nach 10 Jahren das allererste Mal wieder gegen Dortmund verlierst, dann wäre ja eigentlich so die Aktion gewesen, jetzt dreschen wir mal Heidenheim richtig von der Platte und hier so 7-8-0 oder sowas in dem Dreh und das haben sie auch nicht hinbekommen. Also. Ja, wobei ich tatsächlich da glaube, dass es dann der FC Bayern, ich glaube, die trotzdem Heidenheim da ein bisschen unterschätzt haben und auch eben mit diesem Momentum, was wir eben schon hatten, dass Heidenheim halt nichts zu verlieren hat und einfach Fußball gespielt hat. Plus, man kriegt ja jetzt schon einiges mit. Also, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass es dabei Bayern halt intern wirklich enorm brodelt. Also enorm brodelt in der Mannschaft, im ganzen Umfeld. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich so ein bisschen sehe, dass halt die Mannschaft aktuell einfach komplett chaotisch ist. Und es da irgendwie Unterschiede gibt oder beziehungsweise so ein bisschen Zoff auch gibt. Aber rein statistisch auf die Mannschaft geguckt und so weiter und so fort. Und da auch wieder der Punkt, so, ich glaube, diese so frei, wie wir bei den zwei Spielen waren, also wie Tigges war beim Kopfball, also was heißt frei, aber ne, er hat sich gut durchgesetzt, aber zum Beispiel auch so eine Flanke von Benno Schmitz, die dann ankommt, die Chancen werden wir bei den Bayern nicht haben. Wenn du einen guten Tag hast, nimmst du da vielleicht einen Punkt mit, aber das war's auch. Ja, um den Punkt mitzunehmen, würde ich nicht mit Jan Thielmann als Rechtsverteidiger spielen. Sag ich euch ganz korrekt. Gegen Darmstadt gerne wieder, wo wir das Spiel machen werden müssen und Power brauchen. Aber bitte, bitte nicht gegen Jamal Musiala da mit einem nicht gelernten Offensivmann spielen. Dann mit Benno Schmitz oder was? Ja. Ich finde, er hat gegen die großen Mannschaften nie so richtig kacke ausgesehen. Benno Schmitz ist der defensivste von allen dreien, die wir da in der Verlosung haben. Also defensiv ist aber stabil. Ja, ne, also das immer in auf Benno Schmitz Niveau gesehen, aber ich glaube, dass Benno Schmitz von den drei Rechtsverteidigern, die wir da in der Verlosung haben, der meiner Meinung nach defensiv stabilste ist. Bin ich komplett anderer Meinung. Komplett anderer Meinung. Ich sehe Thielmann. Nee, ich sehe Thielmann da hinten drin, weil na klar ist er kein gelernter Rechtsverteidiger, aber er ist derjenige, der am kampfstärksten da hinten drin ist und der aus dieser Kombination von Defensivstärke und du musst ihm klar eine Rolle zuweisen. Du darfst jetzt nicht sagen, hier Jan-Uwe, stoßt mal mit nach vorne, wenn auf deiner Seite Adidu oder wer auch immer, der vor dir spielt, dann mit dabei ist. Aber nimm Musiala auf und dann beschäftige den Typen. Und ich glaube, dass er das hinbekommen würde. Also ich würde mit Thielmann hinten rechts spielen. Wenn du ihm ganz klar die Anweisung gibst, das ist hier kein Spiel, wo du offensiv glänzen musst. Ähnlich wie auf der anderen Seite, wenn du auf links dann mit Finkgräfe und Paccarada spielen solltest oder mit Finkgräfe und kein spielen solltest, dann müssen die Außenverteidiger wissen, okay, in der Position gegen die Gegner oder gegen diesen Gegner ist eure Aufgabe defensiv zu sehen und nicht offensiv zu sehen. Und wenn wir da mal eine Chance haben, durchzubrechen, aber sorry, ich will Benno Schmitz nicht im Laufduell gegen Jamal Musiala sehen. Ernsthaft nicht. Ernsthaft nicht. Das wird nur furchtbar werden. Ja, aber wir werden noch 10 Meter vom Tor stehen. Da gibt's ja kein Laufduell mehr. Naja, aber gerade dann kommt doch Musiala mit richtig Schwung auf dich zugelaufen.
Also, boah. Aber da brauchst du ja kein, da brauchst du ja Stellungsspiel und keine Endgeschwindigkeit. Ja, und ich sehe nicht, wo Benno Schmitz Stellungsspiel herhaben soll. Das ist wieder genau das Thema von wegen fehlender Erfahrung. Der ist halt nun mal kein Rechtsverteidiger. Du meinst Thielmann? Ja, Thielmann. Der ist halt nun mal kein Rechtsverteidiger. Sagen, ne? Ja, Thielmann. Der ist halt nun mal kein Rechtsverteidiger. Ja. Bring ihn den bitte nach vorne und beschäftige lieber den ebenfalls sehr schlechten Davis in dieser Saison, der ebenfalls richtig große Probleme hat mit seinem Stellungsspiel. Und bring ihm jemanden. Ja, Davis wird aber auch nicht. Davis wird aber wahrscheinlich auch nicht gegen uns spielen. Dann wird dann eher auf der Seite dann, keine Ahnung, Dyer spielen. Nee, ich glaube, die haben keinen anderen. Davis hat sich jetzt auch in den letzten Spielen. Naja, aber der hat sich jetzt auch gerade nicht beworben in den letzten zwei Spielen, um da noch in der Startelf zu sein. Ist der Dyer nicht einer, der auch links außen spielen kann? Aber den brauchen sie ja innen, weil Upamecano und Kim genauso kacke sind. Boah, naja, gut. Also in Relation, ne? Einfach in Relation zu dem, was sie spielen müssen, wenn sie gegen Arsenal spielen, aber vielleicht nicht in Relation zu dem, was sie spielen müssen. Also, sorry, die haben sich von Tim Kleindienst zwei Tore einschenken lassen. Von Tim Kleindienst. Ja, gut. Okay, gut. Das ist natürlich immer eine Relation, ne? Also hast du das Spiel gegen Heidenheim gesehen, wo die beiden gespielt haben? Das war eine Katastrophe. Ja. Das hätten ja auch genauso gut Dominik Heinz und Luca Kilian sein können. Ja. In schlechter Form. Und Kilian mit Krücken. Ja, Kilian mit Kreuzbandriss, genau. Und Dominik Heinz mit Skischuhen. Also es war ja wirklich nix. Ich hoffe, dass die spielen. Also ich hoffe, dass der Herr Tuchel jetzt einfach sagt, in den beiden Spielen gegen Arsenal, jetzt am Dienstag und kommenden Mittwoch, spielt die A11 und gegen Köln, ist egal. Wir werden ja schon nicht aus der Champions League rausfallen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz, ganz großer Vorteil für uns sein kann. Dass, ne, also Meisterschaft haken dran vorbei. Ja, aber ich glaube, Meisterschaft haken dran. Also ich glaube schon, dass sie jetzt wirklich versuchen, eben die beste Elf in die Champions League zu schicken. Du hast dann jetzt das Hinspiel, dann am Wochenende unser Spiel. Und ich glaube tatsächlich, dass dann auch diverse Leute geschont werden. Einfach um diesen letzten Punkt noch zu haben für die Champions League. Weil ganz ehrlich, dann verlierst du jetzt gegen Köln. Also es ist auch, also der Spott ist doch eh schon da für die Bayern. Es klingt jetzt so krass, aber der ist ja eh schon da. Und es bringt jetzt auch nichts, wenn sie jetzt noch jede Mannschaft 8-0 abschließen. Also es ist egal, weil Leverkusen wird nächste Woche Meister und dann ist eh vorbei. Ja, aber nichtsdestotrotz verlieren wir das Ding 0-4. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eher Angst, wenn da so Spieler wie so ein Pavlovic oder diese ganz in Anführungsstrichen jungen spielen oder die vielleicht jetzt nicht gerade Stammelf sind, weil tendenziell müssen die sich ja zeigen. Also ich habe lieber einen Kimmich und einen Müller auf dem Platz, weil ich, klar haben die vielleicht eine höhere individuelle Klasse, aber in diesem Jahr siehst du ja, da hakt es ja an so vielen Ecken und Enden. Und es ist ja bezeichnend, dass genau auch diese, ich sag mal, die sich für Führungsspieler halten, wie ein Kimmich und ein Müller, eben halt nicht nach dem Heidenheim-Spiel zu den Fans gehen. Da brodelt es ja so unfassbar. Und lass die doch mal spielen und lass die doch mal auch einen scheiß Tag haben. Ja, und was ich halt auch finde, wir haben ja gerade über hier Tempodefizite geredet. Das hat ein Joshua Kimmich auch gegen zum Beispiel Linden Meiner. Da liegen ungefähr 4 km/h zwischen, habe ich nachgeschaut. Ja. Die Topgeschwindigkeit von Joshua Kimmich waren so 30,9, während Herrn Meiner um die 34 laufen kann. Und wir haben auch andere schnelle Spieler für vorne drin. Das kann man ja auch mal nutzen. Die Bayern müssen ja logischerweise hochspielen im Heimspiel. Die müssen uns versuchen, hinten einzuschnüren. Und dann reicht es ja vielleicht im Zweifelsfall, wenn ein Ball lang und weit geschlagen wird und Meiner den eben in dem freien Raum erläuft, so wie es ja auch zum Beispiel andere Gegner dieses Jahr schon getan haben, weil die Bayern eben in der Bundesliga so einen Schlendrian drin haben und sich denken, Champions League ist das Einzige, was mich irgendwie interessiert. Deswegen ist auch mein Hoffnung, dass die morgen gegen Arsenal irgendwie so 1-1 oder 0-0 spielen, damit das Rückspiel noch wichtig ist für die, dass sie nicht jetzt in Arsenal, ist das Spiel in Arsenal oder in München? Ich weiß gar nicht. Dass die so ein bisschen nicht in London irgendwie 3-0 vom Hof gejagt werden, was halt in der aktuellen Form durchaus passieren könnte, wenn so ein Bukayo Saka da auftritt. Aber ich hoffe halt, dass das knapp wird und dass die im Rückspiel noch richtig alles raushauen müssen und sich dafür halt schonen wollen und dann alle so ein bisschen diese Handbremse im Kopf haben, dass die denken, bloß nicht verletzen, bloß nicht verausgaben.
dann wird es eben an unseren Jungs liegen, dass die denen halt einen entsprechenden Kampf entgegenhalten und die ans Laufen kriegen, damit die eben genau in diesen Modus reinkommen, wo die denken, oh, jetzt noch mal auspowern und dann drei Tage das später. Das tut heute aber weh, genau. Ja, genau, genau. Schade halt, dass Martel da gelb gesperrt fehlen wird, weil der ist ja so ein Wehtuchspieler am ehesten, physisch. Aber wir haben ja schon gesagt, er muss sich die gelbe Karte abholen, damit er gegen Darmstadt zur Verfügung steht. Hatten wir schon hier völlig sinnvoll, was er da gemacht genau, hat. Genau, haben wir ihm ja quasi aufgetragen als Hausaufgabe. Hat er auch erfüllt. Vielleicht ein bisschen früh im Spiel, hätte lieber so in der 89. sein sollen, aber okay. Ja, auf jeden Fall wird der uns fehlen. Serki wird uns auch fehlen. Das heißt, wir können jetzt mal langsam die Aufstellung komplettieren. Hinten rechts streiten wir uns, haben wir gehört. Raik würde Jan-Uwe dahin, Jan-Uwe hinstellen, ja. Genau. Ja. Marco und ich tendieren eher zu Benno. Und Saskia sagt jetzt, wen? Ja, Benno. Benno. Ja, Raik. Ja. Leider hat die Demokratie da wieder gesiegt. Ach, Demokratie funktioniert einfach nicht, wenn einer recht hat. Ja, das ist okay. Arsch. Ja. Naja, aber du weißt ganz ja. Kurz noch, ich würde ja tatsächlich gerne, weil wir es gerade hatten, aber ich würde so gerne bei so einem Eckball einfach sehen, wie Davy Selke Thomas Müller beleidigt. Ja, das ja. Kann er auch von der Tribüne aus. Er sitzt zwar eher auf der Bank, der Müller, dann kann ja Selke sich da so neben ihn stellen als Deathman durchbeleidigen. Boah, das wäre so geil. Das wäre so geil, weil ich glaube, das ist wirklich genau dieses Unsympath-Duell. Also, ne, Davy Selke spielt bei uns, deswegen ist er nicht, aber ne, wir hatten es ja damals auch, also egal, wo der woanders gespielt hat, ich habe den gehasst. So. Und aber allein der Gedanke, dass er wirklich im 16er da einfach Thomas Müller bearbeitet, amüsiert mich gerade. Also in meinem Kopf ergibt es total Sinn und ich finde das sehr, sehr lustig. Ja, mir würden noch andere Bayern-Spieler einfallen, die ich da eher sogar in dieser Beleidigungslinie sehen wollen würde. Ein oder zwei. Aber ich nehme alles. Ich nehme alles. So, die Abwehr komplettieren Hübers, Chabot, links denke ich mal Finkgräfe und nicht irgendwie Paccarada oder andere Experimente. Nee, Dominik Heinz oder sowas. Auf gar keinen Fall. Ne, Mittelfeld stellt sich, glaube ich, auch von selbst auf defensiv, weil wir haben dann noch Jovicic und Hussein Basic. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch, ist jetzt wäre nicht meine erste Wahl, wenn alle fit wären und nicht gesperrt wären, aber in der Mangelung von Erik Martel. Und dann in der Doppel-6, also die defensivere Rolle eher Hussein Basic und die offensivere eher Ljubicic. Eher Ljubicic. Ja? Ja. Okay. Ja. Na gut. Alleine, weil der körperlich auf einem anderen Level ist als Hussein Basic. Okay, gut. Na gut, vielleicht kann man argumentieren, dass Hussein Basic besser körperlich zu Musiala passt, der ja auf dieser Zehnerrolle spielt. Aber ja, ich glaube, da ist schon Erfahrung auch wichtig. Und die hat natürlich Jovicic dann schon ein bisschen mehr als Dennis. Also insofern, ja. Gut, dann auf links Keins. Ja, die Flanken waren ja okay, wie gesagt. Wir haben ja gesehen, dass Luca Waldschmidt auch mit Flanken was anfangen kann, wenn der dann schon Startelf fit sein sollte. Glaube ich. Genau das glaube ich eben nicht. Nee, glaube ich auch noch nicht. Käme vielleicht zu früh. Vor allen Dingen würde ich auch nicht gegen die Bayern verheizen. Nee, ich glaube, halt gegen die Bayern musst du eh mehr Konter, dass du da irgendwie im Strafraum stehst und Flanken auf den Kopf kriegst. Vielleicht macht sogar Sinn, dass du sagst, wir spielen gegen die Bayern dann mit zwei schnellen Spielern. Ja, nee, sehe ich nicht. Ich würde sogar sagen, Thielmann vorne rein. Und Adamian wird gesetzt sein bei Schulz. Nee, ich find's, ja, genau das Thema. Adamian in die Mitte setzen und dann lass doch Downs sich da vorne mal ein bisschen kaputt laufen. Ist doch in Ordnung. Lass ihn doch genau da so Erfahrung sammeln, weil da jetzt Tigges reinzustellen und den auf Flanken warten zu lassen, ist doch totaler Unsinn. Weil Tigges so hat ja keiner so gefordert. Chancen, ja. Thielmann gesagt. Thielmann. Ja, Thielmann sicher aber eher auf rechts. Genau, also ich würde es am ehesten so machen, dass ich irgendwie die Doppel-6 mit Hussein Basic und Ljubicic habe. Dann hätte ich, also ja, kann man drüber reden, aber ich glaube, dann hätte ich eher in der Zentrale Keins, links meiner, rechts Jan-Uwe und vorne Adamian. Einfach ein bisschen stabileres Mittelfeld zu haben, mit ja. Keins noch mit drin. Ich würde nicht mit irgendwie rumspielen, gegebenenfalls mit zwei Stürmen oder der hängende Spitze, sondern ich würde irgendwie versuchen, mit Keins so ein bisschen das Mittelfeld dichter zu machen. Ich finde halt, unser einziger Stürmer da vorne drin, der so ein bisschen Torgefahr ausstrahlt, wenn Waldschmidt nicht kann, ist halt Alidou. Der ist der Einzige, der irgendwie so realistisch, ich weiß gar nicht, das ist so ein ganz komischer Spieler. Der macht ganz komische Sachen,
aber irgendwie führen die immer dazu, dass da Torgefahr draus entsteht. Ich glaube, der weiß selber gar nicht so genau, wie. Ich glaube auch, dass alle seine Tore reiner Zufall waren, aber trotz allem, er hat ja auch diesen Pfostenschuss gehabt gegen Bochum. Das ist ja schon mal ein Schritt weiter als so ein Lindenmeiner oder ein, ja auch Jan-Uwe meistens sind. Deswegen würde ich schon irgendwie versuchen, auch einen Platz für Alidu in der ersten Mannschaft zu finden. Aber ich fand du damit als, auch Geschwindigkeit, ne? Ja, ja, hat er auch, klar. Naja, aber ich fand auch gerade den Impuls, den Alidu als Einwechselspieler gebracht hat, ziemlich gut. Weil da ist auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Action aufgetaucht auf der Seite, als er da reingekommen ist. Und gerade gegen Bayern, also weiß ich nicht, ob man sich so eine Sache nicht noch mit reinnehmen könnte. Weil gerade diese Seite, wenn du die mal intensiv beläufst, ne, wenn du jetzt mal davon ausgehst, vielleicht starten die ja doch mit Davis auf links. Und dann hast du erst vielleicht einen Thielmann, der ihm die ganze Zeit auf die Eier geht, auf der Seite. Und dann so nach 60 Minuten, 65 Minuten, wenn Thielmann sich müde gelaufen hat, dann auch mal einen Alidu oben drauf bringen. Und dann drauf hoffen, dass der mal einen Fehler macht an der Seite. Also ich fände das schon okay, wenn man sich mal, ich meine, wie oft haben wir das schon gehabt, dass sich irgendwelche Gegner von uns die Seiten ausgesucht haben und gesagt haben, okay, die bespielen wir mal genau dort. Lass uns das auch mal probieren. Und im Zweifel gegen Bayern drauf geschissen. Also, ich meine, wenn wir da 5-0 auf die Klappe bekommen, dann ist das halt so. Aber wenn du da mal so eine Option hast, dass du siehst, dass da eine schwache Seite bei Bayern ist, ja, dann nutzt sie doch mal aus. Ja, also Kimmich ist ja schon eher langsam. Das heißt, auf links muss ein schneller Spieler hin, finde ich, und nicht Kainz. Mhm. Dann würde ich sogar eher Kainz auf die 10 stellen, mit dem Hinweis eben, sich da vor allem mal um Musiala zu kümmern und den so ein bisschen Mann zu decken, quasi so mit ihm zurückzugehen, wenn der sich fallen lässt und so. Und dann würde ich auf links halt einen von den drei Schnellen stellen, also Meiner, Thielmann oder Alidu. Mhm. Und dann würde ich den, der nicht auf links spielt, auf rechts stellen, aber würde, glaube ich, Meiner auf die Bank setzen. Also sprich dann Alidu rechts, Thielmann links oder andersrum, wurscht. Und Kainz auf die 10. Na, schnell die Flanken bespielen. Mhm. Ja. Und dann Adamian würde ich vorne reinstellen. Der ist auch nicht so langsam, wie man sich das vorstellt. Ja. Vor allem hättest der du dann ja auch mit Meiner nochmal jemanden, den du hinten raus und falsch mitbringen kannst und Tiris. Ja. Und sollten wir echt Glück haben, dass die vielleicht sogar Eric Dier dann auf links stellen, wie Rijkaard vorgeschlagen hat. Ich glaube nämlich, Guerrero ist noch nicht so weit. Ich glaube, war wieder mal verletzt, wie immer. Der ist ja immer verletzt und ist jetzt gerade wieder in diesem Rekonvaleszenzstatus. Das heißt, der wird eher nicht spielen. Das heißt, außer Davies haben die ja nur noch Dier. Und sollte Dier da spielen, der ist halt auch langsam. Dann hast du halt zwei Mismatches auf den Außenbahnen, was die Geschwindigkeit angeht. Wenn die nicht irgendwas ganz Wildes versuchen, keine Ahnung. Ne? Vielleicht. Der Dennis versucht uns gerade in einen Sieg in die Bayern reinzukommen. Nee. Ne? Nein, wir werden da nicht gewinnen. So Hybris habe ich. Ich dachte, das Ding wäre safe. Hallo? Nein, wir werden die Serie von Timo Schulz fortsetzen, in der wir auswärts noch nicht verloren haben, bekanntlicherweise. Aber auch noch nicht gewonnen haben auswärts, bekanntlicherweise. Und werden deshalb da 1-1 spielen. Oder 0-0, whatever. Mit den Mitteln, die ich gerade genannt habe. Schnelle Außen und irgendwie hoffen, dass Upamecano den Adamian umreißt im Strafraum und uns einen Elfmeter gibt. Und niemand von uns möchte, dass wir am Samstag Bayer Leverkusen zum Meister machen. Ja, wären wir dann aber mit dem Punkt. Ne? Ganz ehrlich, das wäre mir so. Mit einem Punkt schon, ja? Wäre das mit einem Punkt schon so? Er hängt davon ab, was der VfB macht, glaube ich. Ich glaube, Stuttgart muss auch verlieren. Genau. Okay. Ist noch ein bisschen davon abhängig. Also, ja, aber ganz ehrlich, im Endeffekt, mir ist es. Also ja, es ist ärgerlich, es ist scheiße, aber jetzt aktuell, wo es eigentlich nicht mehr abzuwenden ist, dass Leverkusen Meister wird, egal ob wir jetzt, und ganz ehrlich, wir machen ja nicht Leverkusen zum Meister. Also die haben sich diese Saison einfach selber zum Meister gemacht. Punkt. So. Und ich muss auch mittlerweile sagen, also langsam habe ich so für mich auch irgendwie realisiert, dass es passiert. Und dann, also jetzt geht es mir nur noch um Nackenüberlebenskampf. Punkt. Es ist jetzt einfach egal, Hauptsache wir bleiben drin. Genau, ja. Ja, es ist so, die werden ja eh Meister, ob jetzt morgen oder nächste Woche, ist halt wurscht. Ja. Und Xabi Alonso hat die zum Meister gemacht, das kann man, glaube ich, schon anerkennen. Ja. Ich muss halt leider auch sagen, auch wenn er halt beim falschen Verein gelandet ist, ist leider schon ein sehr, sehr geiler Typ, ne, Xabi Alonso. So als Trainer, auch sein ganzes Auftreten und so sein Style einfach, ist leider ein geiler Typ, kann man nicht anders sagen. Das ist halt so, wenn der bei uns mittrainieren würde, der wäre auf Anhieb der beste Mann am Platz, auch mit 45 bei uns in der Mannschaft. Wisst ihr, an wen mich Xabi Alonso erinnert?
Warte mal. Dich vor 3 Jahren. Spanischen Roboter, genau. Gib uns einen groben, gib uns einen Tipp, in welche Richtung du gehst. Ich würde sonst sagen, Alf. Nee, spanischen Ruhrpott-Tennis, habe ich ja schon gesagt. Achso, das war ernst. Ich dachte, das war ja, klar, Elf selbst. Ich weiß gar nicht, was da aus... Also ich weiß gar nicht. Bist du ein Ginger? Du vor 3 Jahren. Das war, dachte, das war ja kein so, Spaß. Ich dachte, du wärst mehr so Timo Schulz und nicht Ginger. Ja, also optisch meinst du jetzt. Ja, aber also, naja, Timo Schulz ist mir zu wortkarg. Jetzt zu norddeutsch, ne? Ja. Das stimmt, das passt nun wirklich überhaupt ja nicht zu dir. Das ist auch tatsächlich, seit ich in Hamburg wohne, 10 Jahre jetzt, ich gehe jetzt ins 10. Jahr, frage ich mich jedes Mal, okay, ist das ein Autist oder ein Norddeutscher? Also ich bin jetzt im 12. Jahr in Hamburg und ich, also ja, und ich bin ja auch in grundsätzlich in Norddeutschland geboren, also bin ich autistisch, hä, oder? Du bist doch nicht in Norddeutschland geboren, ja, ich weiß. Natürlich bin ich in Norddeutschland geboren. Bist du grundsätzlich aus Rostock? Ja, na, ähnlicher Breitengrad, aber ein bisschen nein, östlicher davon. Ich wollte nur sticheln, alles gut. Wäre denn Rostock nicht eher so, die Baumgart-Fraktion, ja. Naja. Nein, aber ich wohne jetzt 8 Jahre in Hamburg tatsächlich, jetzt im April, und ich glaube, ich habe den unnorddeutschsten Mann geheiratet, obwohl er Hamburger ist, den es gibt, weil der redet einfach so unfassbar viel. Das stimmt, der ist im Herzen ist ein Rheinscheid. Das stimmt. Genau, und ja, im Herzen ist er Rheinländer. Ja. Ja, also die Oma war auch Kölsche. Also es kommt ja, guck mal, da zählt er quasi nicht. Ich glaube, du musst ja in der 10. Generation norddeutsch sein, um so wortkarg zu sein wie hier. Liebe Grüße, Herr Fuller. Halt's Maul, ey. Ernsthaft. Lass uns doch wenigstens antworten, wenn du was fragst, Mensch. Genau. Nein, nur Spaß. Ja, also ich tippe 1-1. Und was tippt ihr denn? Boah, ich würde 3-0 Bayern. Ich sag 2-1 Bayern. Die lassen uns kurz schnuppern und dann kommt so ein ausgerechnet Guerrero. So ein, oder keine Ahnung, ausgerechnet. Ausgerechnet irgendwer. Der von denen hat auch kein Saisontor diese Saison gemacht. Der macht es dann wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. So ein, na, also wahrscheinlich Rafael Guerrero. Ja, aber das erste macht, ja schon mal das erste macht, ne, das erste macht Kane und die anderen zwei macht... Ja, ich finde Guerrero einen guten Pick, weil der schon mal mit Dortmund abgeschossen ja, hat. Ja, wahrscheinlich. Nehmen wir ihn. Vielleicht war sogar auch Tuchel der Trainer. Nee, das kommt nicht hin. Nee, war nicht. Okay. Ja, mir hängt aber noch dieser Auftritt der Bayern in den Knochen, als ich da halt in München war. Ich fand die so unfassbar schlecht. So unfassbar schlecht. Und jetzt gegen Heidenheim habe ich jetzt nur die Highlights gesehen, aber die Lowlights, aber gut waren sie da auch. Ja, was sind halt die Bayern? Also das meine ich, weiß ich nicht. Also die sind vielleicht für ihre Verhältnisse echt schlecht. Ach, das sind einfach die fucking Bayern. Ja, es ist halt so, also die Chance, da was mitzunehmen, ein Punkt, ist so groß wie noch nie, aber sie ist immer noch nur bei 3% oder so. Genau. Ja, das ist exakt das Problem, weil letztes Jahr, da war ich ja mit der Gelbster zusammen in München und wir haben ja bis zur 89. Minute 1-0 geführt und dann hat ja irgendwie Kimmich noch dieses Ding da unter die Latte genagelt, wo Schäfer wirklich gar keine Chance hatte und da dachte ich, wäre dieser Moment gekommen, wir gewinnen endlich mal wieder in München und du hast ja irgendwie nach der 3. Minute Skiri natürlich dort geführt und ich habe einfach, also da waren wir so dicht dran, dass ich jetzt keine Hoffnung habe, dass wir da irgendwie wieder so dicht dran kommen werden. Das war leider die Chance, die wir verpasst haben. Und ich sehe es nicht, dass wir da was holen. Gegen wen spielt denn eigentlich jetzt Mainz das Wochenende? Pass auf, wir können einfach mal kurz den Abstiegskampf durchtippen. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. Weil Mainz das spielt ich ganz zu Hause geil, weil Hoffenheim. Ja. Mainz spielt zu Hause am Samstag parallel zu unserem Spiel gegen Hoffenheim. Gewinnen die auch nicht. Gewinnen doch, die nicht. Weil das Hoffenheim so eine richtig morallose, kampflose, geistlose. Aber für Hoffenheim geht es um Platz 7, ne? Das ist Hoffenheim Spieler scheißegal. Na Moment, aber Hoffenheim hat jetzt gerade gegen Augsburg und Augsburg ist halt auch eine richtige Dreckstruppe und die fighten halt auch dagegen. Ja, haben aber nur, weil Augsburg 3 Spieler verletzt waren, 3 Schlüsselspieler. Ja, aber ganz ehrlich, waren. Hoffenheim. Aber Demirovic war wieder dabei. Also, aber Jakic musste irgendwie relativ schnell raus nach 12 Minuten. Das hat die richtig gefickt, dass der fehlte. Mhm. Ja,
Also das würde ich so als so ein Ausreißer ansehen. Und Hoffenheim gewinnt halt keine zwei Spiele in Folge. Die haben sich von Frankfurt, bei denen nichts geht, 3-1 abschießen lassen vor zwei Wochen, überhaupt nichts geht. Die haben gegen ein total strauchelndes Union verloren. Die hätten gegen uns bis eine Minute vor Ende verloren. Die sind kacke, die sind einfach nur kacke. Die haben gegen Darmstadt nicht gewonnen. Also, nee, die holen da nichts. Dann lass sie doch unentschieden spielen. Das ist okay. Ja. Wir gewinnen gegen Bayern. Von mir an sehe ich aber auch nicht. Ich sehe da leider den zweiten Sieg von Mainz in Folge. Könnte passieren, nee. Ja. Es kann auch zu Hause spielen. Hallo, es wird aber auch der letzte der Saison von Mainz. Ja, das kann sein, aber ja. Wir können, wenn ihr wollt, auch Restprogramm-Tippen machen von allen. Aber lass uns das mal nach dem nächsten Spieltag machen. Ja. Und dann haben wir noch genau 4 Spiele. Ja. Dann machen wir das so. Okay. Also Mainz spielt mindestens mal einen Punkt gegen Hoffenheim raus. Dann würde ich mal sagen, der Abstiegskampf geht bis Union Berlin, würde ich mal sagen, in der Tabelle. Gut. Weil die müssen auch echt aufpassen. Die haben gerade mal 6 Punkte Vorsprung auf Mainz. Wenn die weiter so kacke spielen wie zuletzt, dann 2 Spielteile. Ja, was heißt, und jetzt verteidige ich irgendwie schon wieder Union, das ist zum Kotzen. Aber ganz ehrlich, die haben gegen Leverkusen haben die ein gutes Spiel gemacht. Die haben dann den Elfer aufgehoben. Mit 10 gegen 11 irgendwie 60 Minuten in Unterzahl gespielt, ne? Weil genau, und dann halt durch den Elfer verloren. Also jetzt mal ganz ehrlich, also und das gegen, ja. Und da sind wir ganz ehrlich, gegen den amtierenden, also den kommenden deutschen Meister und, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, aktuell gegen die offensiv stärkste Mannschaft der Bundesliga. So, und dann halt in Unterzahl irgendwie durch einen Elfmeter 1-0 verlieren. Boah, nee, komm. Also, stell dir mal vor, Bayer Leverkusen kauft uns jetzt noch Steffen Tickets ab. Dann sind die ja auf Jahre unschlagbar. Ja. Jo, war jetzt halt ein Spiel, wo Union mal sich zusammengerissen hat. Die hätten aber auch eine zweite rote Karte sehen müssen. Ne? Hat sogar der DFB nachher eine Fehlentscheidung eingeräumt. Ja. Die spielen keine gute Saison. Nein. Aber trotzdem wird Union mit dem Abschiedskampf nichts mehr zu tun haben. Dafür gibt es genug andere. Das sehe ich komplett anders. Die haben außer gegen Bremen und gegen Wolfsburg in diesem Jahr kein einziges Spiel gewonnen. Ja, du brauchst ja keine Spiele gewinnen. Das reicht ja mittlerweile, wenn du für die Spiele unentschieden spielst. Ja gut, die spielen halt noch gegen uns. Gut, das werden sie leider gewinnen, weil die immer gegen uns gewinnen. Und noch gegen, ich glaube Mainz, also noch gegen irgendeinen anderen, der unten drin steht. Ja, die spielen, also Union spielt jetzt noch gegen Augsburg, Bayern, Gladbach, Bochum, uns und Freiburg. Ja, also Bochum und uns. Also lass mal gegen Bochum und uns verlieren. Gegen Bayern haben wir gerade schon besprochen, gewinnt sie auch nicht zwingend. Ja, okay. Also, die sind noch nicht durch. Nein, durch sind sie noch nicht. Aber die haben Stand jetzt 6 und 7 Punkte Vorsprung. Ja, wir können sie gerne mal noch mit reinnehmen. Ja, finde ich schon. 6 Punkte, 5 Spieltage vor Schluss gehören für mich mit rein in Abschiedskampf. Augsburg am Freitag. Ja, und ich glaube, dass Augsburg das durchaus gewinnen kann. Ich glaube, das ist ein typisches 0-0 und du weißt nachher nicht mehr, was das fehlende Spiel am Spieltag war. Wahrscheinlich nachher auch 16 Knöchelprellungen. Nee, du denkst nachher auch, dass Augsburg gegen Augsburg gespielt hat, weil du es nicht mehr auseinanderhalten kannst. Ja. Vor allem hätte ich gedacht, dass dieses Spiel schon 3-mal die Saison gewesen ist, mindestens in der Rückrunde alleine. Augsburg-Hoffmann hat für mich schon mehrfach stattgefunden, ja. Es guckt doch außerhalb von Berlin und Augsburg wieder kein Mensch, dieses Spiel. Also no front gegen Union, aber du weißt ja jetzt schon, dass das ein ekliges Spiel wird, ein hässliches Spiel auch. Aber wisst ihr, wen ich noch mehr als Union im Abstiegskampf sehe? Wolfsburg, ja. Die haben nur 5 Punkte Vorsprung. Und die spielen jetzt in Leipzig. Und die haben schon den Trainer gewechselt. Ja. Die Patronen haben sie schon gezogen. Das ist halt einfach so eine richtig gottlose Truppe. Die haben sich jetzt 2, 3 Spieltage unter dem neuen Trainer angestrengt, weil sie dachten, jetzt muss ich was für meinen Stammplatz hier tun. Ne? Na, war der zweite jetzt, oder? Ja? War jetzt der zweite Spieltag unter Hasenhüttl, oder? Der zweite war jetzt. Ach, keine Ahnung, zweite, wen interessiert das? Ist doch wurscht. Die haben sich ein bisschen angestrengt. Haben sich ein bisschen angestrengt und haben 2 Spiele dann ganz gut gemacht oder ein Spieler, wie auch immer. Und die werden jetzt wieder in ihre Gottlosigkeit zurückfallen. Ja, sicher auch. Allein dieses Interview von Jannik Gerhardt nach dem Spiel, habt ihr das mitbekommen? Nein. Nee. Jannik Gerhardt stand irgendwie so davor und dann so, was für eine Scheißsaison und wir haben uns irgendwie alles probiert und völlig, also so demotiviert also klar ist es natürlich kompletter Rotz, wenn du gegen Borussia Mönchengladbach verlierst, die toteste Mannschaft in der gesamten Bundesliga und du bist noch toter und du zeigst das halt auch einfach nochmal so offensiv, ne? Das ist so, boah, da wäre ich auch hart frustriert, aber Gerhardt saß halt irgendwie
in seiner komischen Art da und das war, boah. Also ich weiß gar nicht, der gewinnt ja auch keinen Pulitzerpreis mehr, ne? Ja. Naja, gut, dass der jetzt nicht die hellste Kirsche auf der Torte ist, oder die hellste Kerze auf der Torte ist, ist schon klar, aber das war schon sehr frustrierend aus seiner Sicht. Also, was hat denn der Pulitzerpreis damit jetzt zu tun? Habe ich nicht gehofft. Ja, weil der auch nicht so hochintelligent ist. Aber du weißt, dass Pulitzerpreis für Journalisten ist, ne? Die ja, aber dafür musst du jetzt. Dafür musst du aber schon rhetorisch ein bisschen gewandt sein, ne? Um da überhaupt in den Kreis reinzukommen. Und das ist Yannick Gerdt ja nun wahrlich nicht. Und dieses, ey, Micha, wach auf, Ding, ist jetzt nicht das letzte Indiz dafür gewesen. Aber es wirkt schon ein bisschen komisch. Und wisst ihr, wie viele Spiele Wolfsburg im Jahr 2024 gewonnen hat? Wahrscheinlich eins. Richtig. Das nach dem Trainerwechsel gegen Bremen. Weniger als wir, ja? Krass, ja. Okay. Ja, wir haben ja unter Schule gar keine so schlechte Punktausbeute. Die haben gegen Bremen ihr Spiel gewonnen, wo Bremen eine rote Karte gesehen hat, muss man dazu erwähnen. Mhm. Also in Überzahl halt. Ja, ja, der Anton Jung hat die gekriegt. Das heißt, die haben ein Spiel gewonnen gegen halt 10 Gegner anstatt 11. Das ist schon die Bilanz eines Absteigers, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die werden nicht absteigen, das wissen wir alle. Ja, ich weiß es nicht. Man sagt ja immer, eine Mannschaft rutscht unten rein, die es gar nicht erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass die Relegation kriegen werden und dann halt da irgendwie gegen den HSV gewinnen werden, weil sie halt immer noch mehr Qualität haben. Das wäre okay. Aber ich sehe die noch nicht safe. Also die müssen richtig aufpassen. Vor allem, weil, wie ihr schon gesagt habt, die Patrone schon gezogen wurde. Ja, jetzt muss ich erstmal zeigen, wen Bochum als neuen Trainer holt. Also Peter Stöger wird es ja offensichtlich nicht. Und jetzt ist da, glaube ich, der entscheidende Punkt drin, ob die jetzt einen Impuls setzen können, um da nochmal rauszukommen, weil dann wird es für uns wirklich eng. Trotzdem verliert Hasenhüttl gegen seinen Ex-Verein und Leipzig gewinnt dieses Spiel. Ja. So, Bochum spielt gegen Heidenheim zu Hause mit neuem Trainer oder Interimstrainer oder wie auch immer. Das Doofe ist halt, dass Heidenheim gerade gegen Bayern gewonnen hat und das folgende Spiel gewinnt hier nie eine Mannschaft, die gegen Bayern gewonnen hat. Insofern gewinnt Bochum das leider. Haben die jetzt alle einen Bayern-Fluch? Wenn sie jede Mannschaft, selbst Dortmund hat das Spiel nach dem Bayern-Sieg nicht gewonnen. Also, das ist real. Jede Mannschaft, die gegen Bayern gewinnt, gewinnt das darauffolgende Spiel nicht. Okay, das heißt, wenn wir Samstag gewinnen, verlieren wir am folgenden Wochenende zu Hause gegen Darmstadt. Das ist korrekt, aber wir gewinnen hier nicht in München. Haben wir gerade lang und breit diskutiert. Ist doch egal, wo wir die 3 Punkte holen, oder? In der Summe bleibt es gleich. Ja. In der Summe bleibt es gleich. Eben. Wir dürfen nur nicht so ein Bochum machen und dann 6 Spiele in Folge nicht mehr gewinnen. Das wäre nicht so geil, ja, das stimmt. Ja. Nein, aber weil wir es gerade hatten, also ich habe es jetzt auch vor mir. Also ich glaube tatsächlich, dass Bochum dann noch ein sehr, sehr, sehr strammes Restprogramm hat. Also ne, jetzt Heidenheim, also müssen wir einfach nicht darüber reden, dass die tatsächlich eine sehr solide Saison spielen, das ist alles gut. Dann hast du halt Wolfsburg, ja, Wundertüte, die Stars, aber ne, lass das unentschieden ausgehen. Hoffenheim ja auch, aber dann Union und dann halt wirklich, aber ganz zum Ende Leverkusen und Bremen. Also ich, da sehe ich Bochum, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Programm ähnlich wie wir. Also du hast so 1-2 Spiele, wo du sagst, die musst du gewinnen. Also bei uns halt, ne, Darmstadt, Mainz, gegebenenfalls noch Union. Die Frage ist ja, worum es geht, ne? Weil gerade im Restprogramm muss ich ja immer dann darauf fokussieren, geht's für diese Mannschaften, gegen die du spielst, noch um irgendwas? Und wenn Union gerettet ist, dann kannst du vielleicht auch anders gegen Union auftreten. Wenn es für Bayern um einen Scheißdreck mehr geht, dann kannst du auch gegen Bayern ganz anders spielen und die spielen auch gegen dich anders. Und Freiburg kann ja auch relativ schnell wieder aus der Verlosung raus sein, ne? Ich finde es übrigens zum Kotzen, wenn ich mir das angucke. Also Bochum, Mainz und Darmstadt spielen noch gegen Hoffenheim. Mhm. Bochum, Mainz und Darmstadt spielen noch gegen Wolfsburg. Ja. Also das ist halt auch so, wo du denkst, so ihr Pisser, ganz ehrlich. Ja. Die haben beide noch diese richtig gottlosen Truppen, gegen die wir leider nur 2 Punkte geholt haben. True. Ja, das und ist so. Spielen auch noch tatsächlich, also zumindest Mainz, wir und Darmstadt spielen auch noch gegen Freiburg, alle. Oh, das ist echt. Und Mainz und Darmstadt spielen dann doch gegen Dortmund. Okay, aber... Dortmund ist genauso eine gottlose Truppe. Nein, es ist alles. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir das jetzt angucke, ne, also Bochum, also ich nehme jetzt Bochum einfach nochmal mit rein. Ja, wir könnten auch irgendwie noch Wolfsburg mit reinnehmen, aber ich nehme jetzt erstmal Bochum als rettendes Ufer mit rein. Das ist scheißegal. Mainz,
wir und Darmstadt. Und wenn man sich das mal anguckt, und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat jetzt noch 6 Spiele. Und ich finde diese 6 Spiele bei jeder Mannschaft fast ausgeglichen. Es kann alles passieren. Genau, ja, nein, weil du hast genau, also jede Mannschaft hat irgendwie diese 1-2 Mannschaften, wo du sagst, gegen die musst du gewinnen auch, ne? Also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also selbst Mainz sagt ja, die müssen gegen uns gewinnen, wir sagen, wir müssen gegen Mainz gewinnen. Darmstadt ist, wir sagen, wir müssen gegen Darmstadt gewinnen, die sagen, wir müssen gegen uns gewinnen. Also da unten ist ja eh egal. Dann haben wir natürlich noch die Mannschaft, also Bochum, und wir haben noch Union, wo wir sagen, eigentlich müssen wir gegen die gewinnen, wenn wir da unten rausholen. Und dann halt, wie gesagt, diese Wichsvereine halt wie Heidenheim oder sowas, wo halt irgendwie auch noch wir alle, Bochum, Mainz, Köln und Darmstadt, spielen noch gegen Heidenheim. Fantastisch. Ich lieb's jetzt schon. nein, ernsthaft, aber das ist ja genau der Scheiß. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, und das ist genau das, was mich wirklich fuchsig macht. Ich glaube, es wird sich noch tatsächlich bis zum letzten Spieltag wirst du da unten genau diese Spannung drin haben. Und dann hast du am letzten Spieltag Wolfsburg gegen Mainz, Bochum gegen Bremen, wir gegen Heidenheim, und gut, Darmstadt ist dann gegen Dortmund, aber wie gesagt, allein dieses Bochum, Bremen, ne, Mainz, Wolfsburg, wir gegen Heidenheim, das ist richtig kacke. Das heißt, wir melden uns vom Rand der Hölle, ja? Ja. Ja, aber die Spannung, also, ja, ich bin jetzt wieder sehr pessimistisch, aber die Spannung wird nicht gegeben sein, weil wir halt davor Freiburg und Union haben. Und wir wissen halt alle, mit wem wir es besonders schwer tun, mit Freiburg und Union. Aber vielleicht ist jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, genau in diesem Moment, dass man endlich mal gegen fucking Union Berlin gewinnt. Aber ja. ganz kurz, ganz ehrlich, wenn ich halt sehe, also nehmen wir jetzt mal nur an, also Mainz holt nur einen Punkt gegen Hoffenheim, dann Freiburg, und Freiburg werden die nicht, also sie spielen auswärts in Freiburg, und ich glaube nicht, dass Freiburg sich das nehmen lässt. Punkt. Dann spielen wir gegen uns. Und ich glaube, das wird das entscheidende Spiel. Weil wenn wir da an Mainz vorbeiziehen sollten, sind wir wieder genau in der besseren Position. Und dann spielt nämlich Mainz gegen Heidenheim, wir in Freiburg. Okay, verlieren wir beide. Punkt. Ja, also, wir spielen zu Hause gegen Freiburg. Zu Hause. Ja, wir verlieren trotzdem beide. Also wir verlieren gegen Freiburg und Mainz verliert gegen Heidenheim. Dann spielt aber Mainz gegen Dortmund und wir gegen Union. Verlieren wir auch beide. Punkt. Und am letzten Spieltag verlieren wir auch beide, nämlich Mainz gegen Wolfsburg und wir gegen Heidenheim. Und wenn wir aber das gemeinsame Spiel gewinnen, ist es scheißegal, dann sind wir auf der Relegation. Geil, das heißt, wir sliden von Spieltag 31 einfach alle mit 3 Niederlagen da rein, dass wir trotzdem am letzten Spieltag auf der Relegation auf 15 stehen. Ja, ja, geil. Geil. Wow. Kleiner Fun Fact. Wisst ihr, wie viele Punkte Schalke letztes Jahr in dieser Katastrophensaison zum jetzigen Zeitpunkt hatten? Schalke hat Punkte geholt? Okay. Mhm. Mehr als wir. Ja, ernsthaft, ja? Ja. Okay. Naja, die hatten ja auch so ein Hoch in der zweiten, ja. Na gut. Ja. In der Saison. In der Rückrunde, ja. In der Rückrunde brauchte man 33 Punkte, um die Relegation zu erreichen, letztes Jahr. 33? Ja, wie viel braucht man dieses Jahr? Wir haben jetzt aktuell 22 und Mainz hat 23. Ich glaube, es reicht. 30. Ja, ich hätte jetzt 29 gesagt. Ja, 29 reicht für Relegation. Punkte. Ja, gehe ich mit. 29, 30 reicht für Relegation. Ganz locker. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, Mainz holt noch 7. Einiges über die Qualität, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, Mainz gewinnt noch 2 Spiele und holt einen Punkt. Das sind 7, das sind 30. Genau, ja. Ich glaube, 30 würden reichen. Das heißt, wir müssen irgendwie auf die 31 kommen. Was haben wir jetzt? 22 oder 23? Wir haben 22. Eieiei. Das heißt, wir brauchen 9 Punkte, sprich 3 Siege. Ja, ja, easy. Darmstadt, Mainz, weil das ein 6-Punkte-Spiel ist. Mhm. Und gegen Heidenheim kann man auch mal gewinnen. So. Nein, wir gewinnen jetzt endlich mal ernsthaft. Wir müssen jetzt irgendwann mal gegen scheiß fucking Union Berlin gewinnen. Ja, ich wollte gegen Union, gegen Union gewinnen. Das letzte Heimspiel zu Hause gegen Union einfach gewinnen. Bitte, Punkt. Ja, ernsthaft mal. Also es kann ja wohl nicht sein, dass wir uns so ein... Komm, wir haben auch gegen Freiburg mal endlich irgendwann mal auswärts gewonnen. Ja. Und jetzt müssen wir auch mal zu Hause gegen Union gewinnen. Also sorry, gerade in der Saison. Nein. Genau, die sind nämlich auch nicht gut. Punkt. Nee, sind sie wirklich nicht. Die werden trotzdem gegen uns in unserem Stadion den Klassenerhalt fix machen. Da gebe ich euch jetzt schon. Nee, bei denen ist vorher schon fix. Bei denen ist, ich mache mir tatsächlich genau das, was wir in Diskussion hatten. Ich glaube tatsächlich, Union, die werden irgendwie noch ihre Punkte holen. Die spielen jetzt noch gegen Augsburg.
Augsburg unangenehm, dann spielen sie gegen Bayern, aber Gladbach ist so ein Ding und dann spielen sie halt Bochum, Bochum werden sie gewinnen und damit ist das Ding dann durch. Genau, dann sind sie nämlich gesichert, dann sind sie nämlich gesichert und dann sagen sie sich, boah, Gott sei Dank, lass einfach diese Scheiße. Und dann spielen die nicht gegen uns und ganz ehrlich, dann haben die das letzte Heimspiel zu Hause gegen Freiburg und ich glaube, dann werden die alles darauf setzen, gegebenenfalls das letzte Heimspiel noch irgendwie nett zu machen, weil irgendwie, hey, Klassenerhalt gesichert und so weiter. Punkt. Ja. Vor allem das Gute ist, an dem Spieltag, wo die gegen Bochum dann gewinnen, spielen wir zu Hause gegen Freiburg. Ja. Das heißt, da kann man wahrscheinlich Bochum dann so richtig, richtig, richtig unten reinziehen in dem Moment. Ja. Eher als gegen Union wahrscheinlich. Mhm. Naja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben es für euch hier alles jetzt durchgetippt. Ja. We will do it. Ja, mach it, Otze, mach it. Mach it, Martel, und Martel hat es ja gemacht. Ja. Einmal die fünfte Gelbe abgeholt und gegen Bayern kann er sich ein bisschen ausruhen und danach kann er im Restendsport alles für uns tun. Ja, wenn ich einen Wunsch an die Mannschaft hätte, dann bitte nicht von den Bayern abschießen lassen. Also nicht das von Reich prognostizierte 3-0. Und dann ist direkt jeder Lauf und jeder Vibe von diesem Bochum-Spiel direkt wieder weg. Boah, also irgendwie versuchen dann 3-0? Würdest du ein 3-0 als Abschießen schon werden? Je nachdem, wie und wann und wo die Tore fallen. Wenn es nach 13 Minuten 3-0 steht und Bayern dann sagt, komm, schon ein Gang, dann war es schon ein Abschießen. Wenn das aber so ein, wir spüren lange 1-0, dann machen wir zwei Konter, dann ist es was anderes. Aber mit erhobenem Haupt rausgehen, damit die irgendwie mal so das Gefühl einer Serie aufkommen kann. So einen Flow reinbringen, ja. Mhm. Ja. Verstehe ich. Und irgendwie die positiven Emotionen aus dem Bochum-Spiel ernten kann. Mhm. So, und da wir müde, alte Männer und Frauen sind, wenn wir jetzt an dieser Stelle diese doch recht lang gewordene Geburtstagsfolge beenden müssen. Wie gesagt, vor allem, weil wir schon nach Mitternacht sind und richtig. 17 technische Störungen am Anfang hatten, finde ich, dass wir gut durchgehalten haben. Ja. Wir sind ja auch nicht 93, die 4 Stunden durchhalten würden. Die fangen aber auch abends um 18 Uhr an. Echt? Na ja, gut, das erklärt so einiges. Also A, das und B haben wir halt auch um 20.30 Uhr angefangen. Das heißt, wir sind auch schon nicht so weit von diesen 4 Stunden entfernt. Ne? Das ist halt einfach nur, ihr habt 2,5 Stunden unaufgenommenes Material nicht auf die Ohren bekommen. Ja, stattdessen habt ihr halt hier Reichs Alien-Geräusche auf die Ohren bekommen. Nochmal sorry dafür, aber die Alternative wäre gewesen, einfach keine Folge zu haben. Also wir wissen selber, dass das audiotechnisch sehr suboptimal war in dieser Folge. Nicht nur bei Reik, sondern auch bei anderen von uns. Dass da auch ein bisschen was durcheinander ging. Aber wie gesagt, Alternative wäre gewesen, gar keine Folge. Und da muss jetzt jeder entscheiden, was wäre schlimmer gewesen. Keine Folge oder halt in Kauf nehmen, dass jetzt ein paar Leute ein bisschen geblurrt klangen. Ich versuche das in der Postproduktion auch so ein bisschen zu kitten, aber ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Insofern seht es uns bitte nach. Wir arbeiten dran an einer anderen Softwarelösung für das Problem. Wir haben da sogar Geld für investiert, damit das ein bisschen besser wird. Wir versuchen alles, aber wir sind halt leider technische Laien und zudem einfach keine Profis in diesem Audio-Engineering-Bereich. So das Geld, was wir investiert haben, übrigens aus euren Spenden, dafür nochmal vielen herzlichen Dank und werdet Family-Mitglieder. Ja, damit wir Reik austauschen können gegen jemanden, wo die Verbindung besser ist. Oh Gott, war das auch schon wieder alles abgerissen, ja? Ah, ja, verdammt. Das ist aber, also das Problem wird sich, glaube ich, in 1-2 Monaten, du weißt, worauf ich anspiele, von selber lösen. Weil das war vorher nicht und das wird auch nachher nicht mehr sein. Ja, das ist eher mein WLAN hier. Ja, glaube ich auch. Genau. Gut, das soll's für die 250. Folge von Trotzdem hier gewesen sein. Nochmal der Hinweis. Happy Birthday to you. Happy Birthday. So, Entschuldigung. Das war jetzt nicht verzerrt. Das eine Mal, wo es uns geholfen hätte. Das eine Mal, wo es gut gewesen wäre. Ne? Genau, da kam es klar durch. Naja, so ist das mit der Technik. Nee, nochmal kurz der Hinweis. Das ist, glaube ich, im Intro nicht drin gewesen, weil wir es jetzt 10 Mal aufgenommen haben, das Intro. Mein Vater sucht für sich und einen Freund 2 Karten gegen Darmstadt in Müngersdorf. Falls jemand von euch verhindert sein sollte und seine Karten dann verwaist wären, denkt doch mal an den Podcast-Host eures Vertrauens und schreibt mir eine E-Mail an info@trotzdemhier.de oder eine Privatnachricht auf Twitter, ist auch wieder offen, mein Profil, oder bei Instagram oder bei Blue Sky oder sonst irgendwie irgendwo irgendwann. Und dann wären wir uns da bestimmt handlungseinig, dass ich meinem Vater da eine kleine Freude machen kann. Ja, genau. Gut, in dem Sinne, bleibt uns gewogen auf die nächsten 250 Jahre. Und das waren für euch an den Mikrofonen, respektive am Rasierapparat, der Marco, der Reik und die Saskia. Vielen Dank. Jo, danke. Hey. Vielen Dank. Ciao, ciao. Erik, genau. Siehst du. Ja, genau.
Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.